Das TV des Jahres steht an. CDU-Spitzenkandidat Mario Vogt, den wir alle bis vor kurzer Zeit wahrscheinlich nicht kannten, duelliert sich mit Björn Höcke. Und Björn Höcke steht in allen Umfragen in Thüringen gerade komfortabel vorne und wird wahrscheinlich der nächste Ministerpräsident werden. Und entsprechend ist es interessant, ja, hier mal eine TV-Debatte mit ihm zu sehen. Ich glaube, das hat es vor der, ich weiß nicht, ob es das vor der letzten Wahl in Thüringen gegeben hat. Ich glaube tatsächlich nicht. Und ja, deswegen ist das jetzt bestimmt interessant. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Los geht's. Kurz zu den Regeln für dieses Duell. Wir sorgen dafür, dass die Kandidaten ausgewogen zu Wort kommen. Wir werden unter anderem über die Themen Europa, Migration und Erinnerungskultur diskutieren. Über diese Themenblöcke haben wir... Also ich weiß jetzt nicht, wieso man bei der Landtagswahl über Europa diskutiert, aber gut. ...die Kandidaten am vergangenen Freitag informiert. Die Fragen kennen Herr Höcke und Herr Vogt selbstverständlich nicht. Im Hintergrund führen unsere Kollegen einen Faktencheck durch, der, falls nötig, morgen auf welt.de verfügbar sein wird. Der Anlass dafür, dass die beiden Herren sich hier heute Abend zu diesem Duell herausgefordert haben, ist ein Satz, den Björn Höcke am Rande des Europaparteitags in einem Interview gesagt hat. Daraufhin haben sich die beiden einen Schlagabtausch bei Welt sowie auf X geliefert und sich dann zu diesem Duell verabredet. Und ich zitiere diesen Satz von Herrn Höcke jetzt nochmal wörtlich. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Um an diesen Satz anzuknüpfen, geht die erste Frage an Sie beide. Ist die Europäische Union für Deutschlands Wirtschaft und Wohlstand verzichtbar? Herr Höcke, beginnen Sie bitte. Auf jeden Fall. Die Europäische Union ist vor allen Dingen als Globalisierungsagentur einzuschätzen. Sie ist das Europa der Lobbyisten, der Bürokraten und der Großkonzerne. Das ist nicht das Europa, das die AfD will. Die AfD will einen neuen Bund europäischer Staaten mit einem robusten Grenzschutz, mit einem freien Markt, mit dem Schutz unserer Identität und mit einer strategischen Entwicklung hin zu einer militärischen Autonomie, die Europa als neuen Pol in einer entstehenden multipolaren Weltordnung stark macht. Herr Vogt, halten Sie die EU in der aktuellen Form für verzichtbar? Das klang doch gerade vernünftig. Höcke will Europa in einem, ja, als neuen Pol in einer multipolaren Weltordnung stark machen. Da müsste er jetzt nur sagen, wie das konkret aussieht. Die Kritik an der EU war ja richtig, aber er müsste nur sagen, wodurch er die aktuelle EU dann ersetzen wollte. Sichtbar. Herr Höcke sagt, die EU muss sterben. Ich will, dass Europa und die EU lebt, weil ich will das Beste für Deutschland. Die Europäische Union hat immer ein Versprechen gehabt. Das war Wohlstand, das war Frieden, das war Freiheit, das war Sicherheit. Und das hat die Europäische Union eingelöst, dieses Versprechen. Über 70 Jahre haben wir Stabilität in Deutschland und in Europa. Und das, was wir erleben, ist, die Europäische Union ist nicht perfekt. Wir erleben, dass viel Bürokratie ist. Alle drei Versprechen gebrochen, exakt. Gehen wir es doch mal durch. Freiheit. Die EU erlässt gerade neue Zensurgesetze, beispielsweise den Digital Services Act und geht nicht gegen immer weitergehende Einschränkung der Meinungsfreiheit vor, sondern betreibt diese Einschränkung. Russia Today wurde beispielsweise zensiert. Also das wurde zentral von der EU vorgeschrieben, so das darf es in der gesamten EU nicht mehr geben. Das ist doch das Gegenteil von Freiheit. Sicherheit. Wir bewegen uns auf einen immer gefährlicheren Eskalationskurs mit Russland. Also ein Atomkrieg ist heute so wahrscheinlich wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Es ist extrem gefährlich, was da gerade passiert. Und die EU hat nichts Besseres zu tun, als noch andere Staaten in der BRICS zu provozieren, allen voran China, das man mittlerweile als systemischen Rivalen diffamiert. Also weder Freiheit noch Sicherheit hat die EU gebracht und Wohlstand hat die EU auch nicht gebracht. Wenn man sich das Wachstum in der EU und allen voran in der Eurozone, wenn man das mit dem Wachstum in anderen großen Industrieländern vergleicht, dann hinkt Europa hinterher. Also die Eurozone, die ist wesentlich schwächer gewachsen als die USA. Wegen der Austeritätspolitik, die zentral von der EU vorgeschrieben wird, die in die Maastrichter Verträge reingeschrieben wurde. Da sind Schuldenregeln festgeschrieben von 60% des Bruttoinlandsproduktes und 3% des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr, die die Verschuldung maximal betragen darf. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Wirtschaft hinkt. Wenn es eine Rezession gibt, dann muss der Staat mehr investieren. Und das verbieten die europäischen Verträge. Die Eurozone ist eine grundlegende Fehlkonstruktion. Bestimmte Länder machen riesige Leistungsbilanzüberschüsse, wie Deutschland und die Niederlande, die massiv auf Lohndumping gesetzt haben. Andere Länder wie Griechenland, Italien, Frankreich machen Defizite und verlieren immer weiter an Wettbewerbsfähigkeit, verschulden sich immer weiter und fallen ökonomisch immer weiter zurück. Also der Euro,
hat Europa nicht wohlständiger gemacht. Der Euro hat Europa ökonomisch gespalten und vor allem die Peripherie fällt immer weiter zurück. Aus den osteuropäischen Ländern gibt es eine riesige Emigrationswelle. Also dieser demografische Schock, den diese Länder sowieso schon erlitten haben durch den Einbruch der Geburtenrate nach 1990, der wurde durch diese Auswanderung nochmal massiv verschärft. Länder wie Bulgarien, Rumänien, die sind von Transferzahlungen aus Brüssel und Direktinvestitionen westeuropäischer Konzerne komplett abhängig. Die können keine eigenständige Wirtschaftspolitik mehr machen. Das ist eine einzige Katastrophe. Gleichzeitig hat die EU einen völlig irren Wirtschaftskrieg gegen unsere wichtigsten Energielieferanten, gegen Russland gestartet. Und ich hatte es eben schon angesprochen, die russisch-europäischen Beziehungen verschlechtern sich immer weiter. Also, es ist eine einzige Katastrophe. Und Mario Vogt, also es ist wirklich unfassbar, was sich dieser CDU-Heini hier zusammenschwurbelt. Also erster Punkt geht an Höcke, würde ich sagen. Diese Gängelung, das nervt die Leute, mich auch. Verbrennerverbot, das sind Dinge, die ärgern in diesem Land. Die Europäische Union könnte in den großen Dingen viel mehr bewegen und sollte sich aus den kleinen Dingen raushalten. Aber es ist das Haus, was uns immer geschützt hat. Und dieses Haus, das hat ein stabiles Fundament. Da erleben wir unsere Freiheiten, da begegnen wir uns. Das ist die zweitgrößte Demokratie der Welt. Das ist im Kern vor allen Dingen auch der größte Binnenmarkt. Wir als Deutsche profitieren davon. Und diese Stabilität, die braucht es. Nur weil mal irgendwie eine Lampe kaputt ist oder eine Tür quietscht, reißt man doch nicht das ganze Haus ab. Und das ist das, was Herr Höcke möchte. Herr Höcke möchte, dass die Europäische Union... Ja, die Allegorie ist tatsächlich gar nicht so dämlich. Also ich würde sagen, das ganze Haus bröckelt und droht einzustürzen. Aber jetzt ist die Frage... Das Haus kontrolliert zurück und baut dann eventuell Neues, was besser ist? Oder setzt man das ganze Haus in Brand, indem man einfach aus der EU austritt, wie das manche fordern? Ich weiß ja nicht, was Björn Höcke fordert. Er ist gerade nicht konkreter geworden. Die AfD fordert ja nicht mal einen EU-Austritt, sondern sie fordert lediglich eine Reform der EU in ihrem Programm. Ich weiß jetzt nicht, wie Höckes Position da ist. Er hat gerade die EU deutlich kritisiert, aber scheint einem vereinten Europa grundsätzlich nicht ablehnend gegenüberzustehen. Ich meine, er wollte ja Europa als unabhängigen Pol in der multipolaren Welt positionieren und für eine geschlossene Außenpolitik braucht es irgendeine übernationale Organisation. Braucht es irgendwas, was da drüber steht und was diese Außenpolitik machen kann. Stirbt. Und damit auch ein Wohlstand, den wir in Deutschland aufgebaut haben, weil die Europäische Union uns hilft. Das wäre eine Katastrophe für Deutschland, das wäre der Abstieg von Deutschland. Herr Höcke, Sie haben vorhin gesagt, wir möchten, dass die Europäische Union stirbt, in dem Sinne, damit das wahre Europa leben kann. Und Herr Vogt hat sich hier nicht sehr gut ausgedrückt. Denn Fakt ist doch, dass die CDU mit ihrer Agenda in EU-Europa auch für das Verbrenner ausgesorgt hat. Dieses Verbrenner aus deindustrialisiert Deutschland. Sie sagen Ja zur Agenda der Europäischen Union, die da heißt Fit for 55, die da heißt Klimaneutralität 2050, die da heißt Green Deal, die da heißt Dekarbonisierung, die da heißt Luftbesteuerung, das heißt CO2-Bepreisung. Alles das macht Deutschland konkurrenzunfähig auf dem globalen Markt. Die Energiepreise gehen durch die Decke. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist Ihr Werk. Sie sind der Wohlstandsvernichter Deutschlands mit der EU, die eben diese Politik durchzieht, die Deutschland schadet. Ja. Deswegen müssen wir raus aus dieser EU und brauchen einen lockeren Bund europäischer Staaten, um das zu koordinieren, was wirklich europäisch koordiniert werden muss und das zu leben, was die europäischen Nationen besser eigenständig alleine... Ja, aber wie soll man die EU reformieren? Also dieser Prozess, also Höcke umschreibt hier jetzt, was er will, aber wie sieht der Prozess dahin aus? Also Deutschland kann ja nicht einfach und dann sagen, so, wir warten auf die anderen, dass die eventuell was anderes wollen. Sondern man muss entweder die Strukturen, die aktuell bestehen, informieren oder ja, man muss gleichzeitig zu diesen Strukturen, die gerade bestehen, noch was anderes aufbauen, damit man dann, ohne dass es große Probleme gibt, aus diesen Strukturen austreten kann. Also da hätte ich gerne einen konkreten Plan. Leben. Dann haben wir weniger Konflikte und haben genauso viel freien Markt und dafür steht die AfD. Ich muss mal nachfragen, Sie haben gerade gesagt... Durch den Binnenmarkt will Höcke erhalten. Und ja, das ist ja Konsens unter allen Parteien. Die Europäische Union ist für Deutschland ein Wohlstandsvernichter. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass Deutschland ohne Teil der EU zu sein 2,2 Millionen Arbeitsplätze verlieren würde. Haben Sie in Thüringen schon mal einen Unternehmer getroffen, wenn Sie im Land unterwegs ist, der Ihnen sagt, Deutschland sollte raus aus der EU oder die EU sollte in der aktuellen Form abgeschafft werden? Ja, jeder Unternehmer, der wirklich nachdenkt, der ist mittlerweile der festen Überzeugung, dass die Bürokratie unerträglich geworden ist, dass die Gängelung unerträglich geworden ist, dass die weitere Zentralisierung Europas unerträglich geworden ist, dass vor allen Dingen die Energiepreise, die, wie ich gerade skizziert habe, durch die EU in immer größere Höhen getrieben werden, für ihn nicht mehr haltbar sind.
Die IHK hat vor kurzem die Zahlen bekannt gegeben und die lauten, jedes dritte große deutsche Unternehmen möchte Deutschland verlassen, weil die Energiepreise nicht mehr zu schultern sind. Wohin gehen die Unternehmen? Sie gehen in die USA, wo die Energiepreise bis zu fünffach niedriger sind. Ist das kluge Politik? Das ist EU-Politik. Das ist die Politik, hinter der die CDU steht. Und deswegen brauchen wir eine reduzierte EU bzw. einen neuen Bund europäischer Staaten. Wie gesagt, wir haben nichts gegen einen gemeinsamen Markt, den wollen wir auch. Wir wollen einen Schutz der Außengrenzen, aber ansonsten brauchen wir Selbstständigkeit. Wir brauchen keinen Superstaat, wir brauchen keinen Zentralismus mit 50.000 Bürokraten. Das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Das können wir uns sparen. Also machen wir erstmal einen Faktencheck. Das Verbrennerverbot hat die CDU verhindert. Steht in Ihrem Europawahlprogramm. Gucken Sie nach. Das verhindert die CDU. Aber jetzt machen wir doch erstmal. Es gibt auch einen alternativen Faktencheck auf meinem X-Account. Wir bleiben einfach mal wir gucken in sachlich. Ja, natürlich. Das würde ich mir bei BSW-Vertretern auch mal wünschen, dass sie auf ihre eigenen Social-Media-Profile verweisen. Also wenn gerade irgendwas Ungeheuerliches von der Gegenseite behauptet wurde oder die Gegenseite irgendeine Falschbehauptung kommt, dann ja, hier schaut auf unseren BSW-Kanal, wir machen einen Faktencheck. Also da würde ich mir, auch wünschen, wenn BSW-Vertreter in Talkshows sind. Einfach der Verweis darauf, dass die Zuschauer sich auch noch woanders informieren können. Nicht nervös sein hier. Sondern es geht im Kern um eine ganz simple Frage. Das, was Sie wollen, ist aus der Europäischen Union aussteigen. So, und das, was Sie wollen, sind leere Regale in Supermärkten in Deutschland. Also das ist ja wirklich die größte Nullnummer. Also ich habe jetzt zwei, wie gesagt, anderthalb Antworten dieses CDU. Aber das ist ja wirklich kaum auszuhalten. Höcke hat gerade gesagt, dass er für den freien Binnenmarkt ist. Also nichts leere Supermarktregale. Also der Handel würde durch den Euro-Austritt würde der Handel vielleicht erschwert werden. Importprodukte würden sogar günstiger werden, aber das würde ganz andere Probleme für unsere Exportindustrie bedeuten, wenn man aus dem Euro plötzlich aussteigt. Ja, das müsste man vernünftig begründen. Aber einfach jetzt unterstellen, sie wollen leere Regale. Ey, das ist so dumm. Er unterstellt Höcke gerade eine Position, die Höcke nicht hat. Ja, Realsatire, so kann man es beschreiben, weil es gerade einer im Chat schreibt. Das hat mir in der Corona-Zeit ja zur Genüge. Ich lasse Sie ausreden, es wäre in Ordnung, wenn Sie mich auch ausreden lassen würden. Und wenn wir uns angucken, leere Regale im Supermarkt, Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen im Wohlstandsvernichter. Sie legen quasi die Axt. Ach Gott, also für wie blöd hält dieser Typ die Leute eigentlich? Wo soll die Arbeitslosigkeit herkommen? Wo soll die Wohlstandsvernichtung herkommen? Wie gesagt, man könnte das begründen. Man könnte begründen, wie ein unkontrollierter Euro-Austritt der Wirtschaft schaden würde. Wenn man das jetzt Hals über Kopf macht. Also der Euro ist zwar eine Fehlkonstruktion, aber wenn man da jetzt von jetzt auf gleich aussteigen würde, dann würden sich die Wechselkurse, die dann zwischen den neu entstandenen Währungen herrschen, über Nacht ausgleichen und große Teile der deutschen Industrie wären plötzlich nicht mehr wettbewerbsfähig. Über Nacht. Das würde Industriestrukturen vernichten. Also natürlich ist es ein Problem, dass Deutschland so einseitig auf den Export gesetzt hat, dass Deutschland Lohndumping betrieben hat. Aber das ist etwas, was man über einen Zeitraum von mindestens einem Jahrzehnt abbauen muss. Da kann man nicht sagen, wir treten aus dem Euro aus und dann lassen wir die Devisenmärkte mit den ganzen Spekulationen und Ineffizienzen das regeln. Aber das muss man vernünftig begründen. Man kann ja nicht mit solchen dummen Allgemeinplätzen kommen. Das Rückgrat der stärksten Exportnation, die es innerhalb Europas gibt. Und das, was Sie hier wollen, das gibt's am Leben. Ein Beispiel. Gucken Sie sich das doch an. Der Brexit, den wir gerade erlebt haben. Der Brexit führt dazu, dass in Großbritannien mittlerweile Leute ärmer dran... Wie gesagt, das will Höcke nicht. Das will Höcke einfach nicht. Er will nicht aus dem Binnenmarkt aussteigen. Das hat Großbritannien gemacht, das will er nicht. Also das ist die Unterstellung einer... Ja, ich frage gerade einer, wie viele Leute wissen das. Man muss es den Leuten erklären. Oder man muss zumindest mal ein halbwegs logisches Argument bringen. Wenn Sprache nur noch zur Wiedererkennung dient, dann können wir auch jede sachliche Diskussion lassen. Aber da muss man sich wirklich mal auf einen Punkt konzentrieren. Mir ist ja klar, dass man in Talkshows keine Vorlesung halten kann, aber da muss man sich auf einen Punkt wie den Euro-Austritt fokussieren und sagen, das würde dazu und dazu führen. Da muss man die Gegenargumente des anderen, wenn die da kommen, widerlegen. Aber stattdessen bleibt man bei solchen Allgemeinplätzen und auch noch dummen Allgemeinplätzen. Also Vogt unterstellt hier Höcke die ganze Zeit Positionen, die Höcke nie hatte. Also völliger Unsinn, was dieser CDU-Typ da redet. Sind, als bevor sie mit der Europäischen Union gemeinsam waren. Und das ist etwas, das können sie nicht wegdiskutieren. Ich war diese Woche bei einem Thüringer Unternehmen. Die haben 70% Exportquote in den europäischen Markt. Als ich dort am Band
mit der, in der Papiermaschine mit der Mitarbeiterin geredet habe, die war stolz. Die hat ein Produkt gemacht, das war am nächsten Tag in Frankreich. Da war die stolz drauf. Die arbeitet 25 Jahre in dem Unternehmen. Und die sagt, es ist doch gut, dass wir unsere tollen Thüringer Produkte entwickeln können. Und das, was sie wollen, ist nichts anderes. Sie wollen Zollschranken, sie wollen den Euro abschaffen und damit Wechselkursinstabilitäten produzieren. Sie wollen im Prinzip etwas, was uns erfolgreich gemacht hat. Wir sind das erste gute Argument. Also Wechselkursinstabilitäten. Ja, das würde passieren, wenn man von heute auf morgen auf den Euro aussteigt und kein Ersatzsystem hat. Da könnte man Höcke jetzt drauf festhalten. Was macht der CDUler? Ja, geht einfach so weiter, obwohl das der einzige Punkt ist, den er bisher gebracht hat. Also das mit den Zollschranken, die will Höcke gar nicht, das ist nur eine Unterstellung. Höcke ist ja auch für den Binnenmarkt, das hat er ja eben gesagt. Erfolgreichste Land, jedes zweite Produkt, was Deutschland exportiert, geht in die Europäische Union. Und das wollen sie abschaffen. Und deswegen ist genau das Kollege Fuchs, Ziel, was sie haben. Wir haben schon sehr lange Ausführungszeit hier. Ich sage Ihnen ganz simpel, diesen Abstieg für Deutschland. Ja. Und das, worum es im Kern aber bitte schön geht, ist doch was ganz Simples. Glauben Sie wirklich, dass sich Unternehmen in Thüringen niederlassen, wenn genau diese Versprechen, die Sie versuchen umzusetzen, Wirklichkeit werden? Das bedeutet doch nichts anderes. Fuchs, da wird also kein Thüringer. Wir können jetzt ja keine Monologe halten. Also wir haben eine begrenzte Sendezeit von 45 Minuten. Sie scheinen sehr nervös zu sein, wenn es um die Argumente geht, Herr Höcke. Es geht nur darum, dass Sie jetzt ganz viele Sachen in den öffentlichen Raum gestellt haben, die nicht unkommentiert bleiben können. Es ist falsch, dass der Brexit Großbritannien geschadet hat. Gucken Sie auf die aktuellen Zahlen zum BIP. Deutschland steckt in der Rezession. Es ist so. Und die britische Wirtschaft, die ist zumindest stabil und die Perspektiven sind wesentlich besser für Großbritannien als für den Euroraum. Das sind die aktuellen Zahlen. Nochmal. Ja, aber da ist Fiskalpolitik relevanter. Das ist jetzt auch kein, wie gesagt, beim Brexit, da wäre jetzt das stärkere Gegenargument gewesen, ja, ich will ja gar keinen Brexit. Ich will ja weiter in dem Binnenmarkt bleiben. Das Wechselkursargument, das würde ich an Höckes Stelle. Ja, da würde ich einfach grundsätzlich gegen den Euro schimpfen. Also das kann er eigentlich nicht gut widerlegen, denn das ist richtig, das Wechselkursargument. Die Klimapolitik der EU, die maßgebliche Agenda ist, hinter der sie stehen, deren Folge die CO2-Bepreisung ist, deren Folge ist, dass die Energiepreise in der EU immer weiter durch die Decke gehen, hat dazu geführt, und der Kampf gegen den Verbrennermotor als Kampf gegen die deutsche Automobilindustrie, und das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, das werden Sie nicht in Abrede stellen, hat dazu geführt, dass wir gerade in der Thüringer Automobilzulieferindustrie massive Probleme haben. Gerade letzten Monat ist das große Werk in Brotterode geschlossen worden. Andere Werke werden noch folgen. Wir haben schon 2020 in einer Kampagne als AfD in der Fraktion im Thüringer Landtag bei vielen Betrieben gestanden, haben mit den Mitarbeitern gesprochen und die haben genau das so analysiert. Die künstlich in die Höhe getriebenen Energiepreise brechen uns das wirtschaftliche Knick. Der hysterische Kampf gegen den Diesel, den Sie auch vorangetrieben haben mit Ihrer Klimapolitik, bricht unsere Automobilindustrie in ganz Deutschland das Knick. Sie sind eine Wohlstandsvernichterpartei, Herr Vogt, beziehungsweise Ihre Partei ist das. Und die EU spielt da ein ganz schlechtes Spiel für Deutschland. Wir brauchen eine EU für den kleinen und Mittelstand. Wir brauchen eine EU für die Angestellten und Arbeiter, für die Familien. Aber wir brauchen keine EU der Großkonzerne. Ja, genau, das ist es. Nicht diese EU. Genau das ist es. Diese EU ist eine Globalisierungsinstanz, die die Nation und den Wirtschaftsraum Europa in einer Art und Weise gleichschaltet, wie das der europäischen Tradition zuwiderläuft. Und das ist nicht Europa. Europa ist Vielgestaltigkeit, Europa ist Kleinteiligkeit. Europa ist alles andere als die EU. Wir brauchen dieses zentralistische Bürokratenmonster nicht. Aber Höcke, die AfD punktet. Ja, aber Höcke will ja trotzdem einen Staatenbund, der zumindest eine geschlossene Außenpolitik hat, wo also was Supranationales über den Staaten stehen muss. Also anders könnte man keine geschlossene Außenpolitik machen. Es ist ja auch vernünftig, das zu wollen. Also eine gewisse Struktur will Höcke auch. Die Frage ist nur, wie soll die dann genau aussehen? Das müsste er dann genau ausbuchstabieren. Kann er in dieser Talkshow leider nicht. Dafür reicht die Zeit wohl nicht. Aber ja, auf das Wechselkursargument ist er jetzt gar nicht eingegangen. Das ist schon mal interessant. Und In Thüringen mit dem Anti-EU-Kurs ist derzeit in den Umfragen stärkste Kraft und im Bund sogar auf Platz 2. Wie erklären Sie sich, dass es Ihrer CDU offenbar nicht gelingt, den Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile der EU ausreichend zu vermitteln? Die Thüringer sind pro-europäisch, die wollen eine starke europäische Union. Ja, aber nicht pro-EU. Und den Faktencheck, den sollten wir hier gleich live am Pult liefern. Es gibt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die haben genau analysiert, was ihr Plan bedeuten würde. Ich habe Sie aber was anderes gefragt gerade, Herr Vogt. Warum gelingt es der CDU nicht, die Vorteile zu vermitteln? Ich will auf diesen Punkt hinweisen, weil es wichtig ist für die Wähler, weil die ändern heute Abend auch ihre Meinung in Thüringen über diese Frage. Was Herr Höcke möchte, bedeutet nichts anderes, dass die Thüringerinnen und Thüringer, die Arbeitnehmer, 1.000 Euro weniger im Portemonnaie haben pro Jahr. Das ist die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Wenn wir aus der EU aussteigen, wenn wir diese Chancen nicht nutzen, dann führt das am Ende dazu, dass die Thüringer ärmer sind. Warum ist es Ihrer CDU nicht gelungen, diese Vorteile den Bürgern zu erklären? Deutschland war schon vor dem Ersten Weltkrieg die größte Industrienation Europas. Sie war zur Zeit der EWG war Deutschland die größte Industrienation Europas und sie wird auch nach einer EU die größte Industrienation Europas. Sie haben Fairness eingefordert, vielleicht die Fairness auch gegenüber Herrn Vogt auf die Frage zu antworten. Ich habe die Frage jetzt zum dritten Mal gestellt, hätte jetzt gerne eine Antwort. Klar. Wir als CDU sind mittlerweile zweitstärkste Kraft und wir kämpfen darum, Erste zu werden. Und deswegen haben wir dieses Duell heute Abend. Und ich finde, wir müssen die Unterschiede deutlich machen, weil das, was Herr Höcke vertritt, das ist
ein Risiko, das ist schädlich für Deutschland, das ist eine Katastrophe. Auch für mich hat Vogt das Duell schon jetzt verloren. Also der Mann hat entweder keine Ahnung, der hat nur ein paar Allgemeinplätze auswendig gelernt und bringt keine vernünftigen Argumente. Also das einzige Argument, was er nicht genauer ausgeführt, und Höcke ist dann auch gar nicht weiter darauf eingegangen. Also wahrscheinlich, weil er es selbst nicht versteht. Und genau aus diesem Grund diskutieren wir über die harten sachlichen Fakten. Es ist einfach, ihn einen Faschisten zu nennen. Das muss ich nicht machen. Das hat ein Gericht schon gemacht. Sondern es geht um eine andere Frage. Es geht um die Sachauseinandersetzung, was seine Politik an Schaden für Deutschland produziert. Und das werden wir als CDU deutlich machen im Wahlkampf. Und ich spüre viel Zuspruch. Innerhalb der letzten 2 Monate hat der Höckes Partei 7 Prozentpunkte verloren. Wir haben 2 zugelegt. Wir sind in den neuesten Umfragen 6 Prozentpunkte hinter ihm. Und wir werden stärker. Ich hoffe, das stimmt nicht. Also liebe Thüringer, wählt bitte nicht CDU. Also das ist ja furchtbar. Und dann auch noch so ein Kasper da an der Spitze. Beste Kraft werden. Herr Vogt, Herr Höcke, wir würden ganz gerne mit dem Themenbereich Wirtschaft weitermachen. Eigentlich sind wir schon so ein bisschen drin durch das EU-Thema und würden da noch ein bisschen genauer drauf schauen. Herr Höcke, im Sofortprogramm Ihrer Partei steht, und ich zitiere wörtlich, Bürger und Unternehmen sollen entlastet werden. Wie sollen sie entlastet werden? Indem die Strom- und die Energiesteuer auf ein Minimum gesenkt, sowie die Luftverkehr- und Grundsteuer, CO2-Abgabe und der Soli ersatzlos gestrichen werden. Dadurch würden aber dem deutschen Staat Einnahmen in Höhe von knapp 50 Milliarden Euro entgehen. Das sagt unter anderem das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Wie würden Sie eine solche Lücke im Haushalt denn stopfen? Von wo nehmen, wenn ich es hier entlaste? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wir haben natürlich Einsparpotenzial ausgemacht. Denken Sie bitte an den großen Posten Entwicklungshilfe. Über die gesamten Einzelpläne des Bundeshaushalts haben wir da eine Summe von etwa 60 Milliarden Euro aufgeklärt. Die werden ausgegeben für Genderprojekte in Afrika. Die werden ausgegeben für Wärmedämmung in Ulaanbaatar, die werden ausgegeben für Entwicklungshilfe in China und für China und Indien, unsere großen Konkurrenten auf dem Weltmarkt, für Radwege in Peru. Da kann man massiv zusammenstreichen und da kann man massiv sparen. Da haben wir schon viele 10 Milliarden Euro gespart. Bei der Migrationspolitik, es war ja Ihr Haus, Ihr Blatt, die Welt, die auch mal vor kurzem Gott sei Dank die Zahlen transportiert hat, die illegale Einwanderung, die leider ja auch von der CDU maßgeblich initiiert worden ist, hat uns oder kostet uns pro Jahr 50 Milliarden Euro. Jetzt nehmen Sie die Entwicklungshilfeposten und nehmen Sie die 50 Milliarden, da sind Sie schon bei 60, also insgesamt bei 110, aber wir wollen die Entwicklungshilfe nicht ganz zusammenstreichen, aber sind auf jeden Fall bei 70, 80 Milliarden Euro im Jahr. Das Geld ist da, es wird nur nicht im deutschen Interesse ausgegeben und das muss wieder das Primat der deutschen Politik sein. Das Geld, das vom Deutschen... 100 Milliarden gehen jedes Jahr durch Steuerhinterziehung verloren. Und ja, wohl, ich wollte gerade mit den Rüstungsausgaben kommen. Also wenn man Ukraine-Hilfe, Rüstungsausgaben zählt, dann gehen da auch jedes Jahr aktuell 100 Milliarden Euro verloren, die entweder als Übergewinne bei Rüstungskonzernen landen, also die für ja schlechte, nicht funktionsfähige Waffen ausgegeben werden, die Rüstungskonzerne sich zu viel einstecken oder die, wie gesagt, in so korrupten Ländern wie der Ukraine verschwinden. Also wie gesagt, wenn das alles zusammenzählt, dann haben wir hier hunderte Milliarden Euro Einsparpotenzial. Die Steuer hart erarbeitet wird, unterwirtschaftet wird, für Zwecke für das eigene Land auszugeben. Weil jetzt gerade viele Zahlen hier durchs Studio fliegen, nochmal der Hinweis ans Publikum, wir checken diese Zahlen, morgen auf welt.de gibt es den Faktencheck. Herr Vogt, aber auch an Sie die Frage, Sie fordern ebenso Steuersenkungen, wie würden Sie die im Staatshaushalt gegenfinanzieren? Ja, das, was wir im Bundeshaushalt machen wollen, ist natürlich, uns auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist. Und ich sage es Ihnen relativ simpel. Die 2 Dinge, die ich momentan erlebe, wenn ich im Land unterwegs bin, in Thüringen, es regt die Leute wahnsinnig auf, dass wir die Ungerechtigkeit haben am Arbeitsmarkt. Eine Kassiererin, die arbeitet 39 Stunden, die strengt sich richtig an und die hat wirklich ein Gefühl, dass es ungerecht zugeht in diesem Land, weil Menschen, die arbeiten könnten, nicht arbeiten. Stichwort Bürgergeld. Boah. Und genau aus diesem Grund würden wir auch hier... Als ob das so viel Geld einspart. Also erstmal darf man dem Bürgergeldempfänger nicht deutlich weniger geben, da das gegen die Verfassung verstößt. Da würde das Bundesverfassungsgericht sofort... Hat Hartz IV nämlich auch gesagt, das darf man gar nicht viel weiter kürzen, als das gerade gemacht wird. Und zweitens spart man da, wenn überhaupt, einige Dutzend Millionen, wenn es ganz hoch kommt, einige 100 Millionen Euro ein. Das ist nichts, nichts gegen die Zahlen, die man einsparen könnte, beispielsweise bei der Ukraine-Hilfe, beispielsweise im Rüstungsetat, beispielsweise das, was durch Steuerhinterziehung verloren geht. Klipp und klar sagen, es muss eine Konzentration gehen und der Maßstab, jeder, der arbeiten kann, der muss auch tatsächlich arbeiten und derjenige, der arbeitet, der muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Und es bedeutet unter anderem auch, das Bürgergeld für diejenigen einzuschränken, die auch aus anderen Staaten kommen, weil das ist eine Ungerechtigkeit, die Leute nicht verstehen. Der zweite Punkt ist,
wir wollen natürlich auch, dass wieder Fleiß sich lohnt. Leistung muss sich lohnen in diesem Leben. Der Fleißige darf nicht der Dumme sein. Ich war kürzlich in einem Thüringer Unternehmen Horsch, die stellen Landmaschinen her und dort sagt mir die Belegschaft, Herr Vogt, wir würden gerne mehr arbeiten, aber es bleibt in unserem Portemonnaie nichts hängen. Also ich habe mal nachgeguckt, die erste Zahl, die ich gefunden habe, Bürgergeld kostet 24 Milliarden Euro. Zum Vergleich, jedes Jahr gehen aus dem Bundeshaushalt rund 100 Euro in Rentenzuschuss. Also von den Sozialleistungen, da ist das Bürgergeld gar nicht mal so eine teure Sozialleistung. Wie gesagt, wenn man das mit noch größeren Summen, Rüstungsetat, Ukraine-Hilfe, was durch Steuerhinterziehung verloren geht, dass große Konzerne an der Steuer vorbeimogeln und zwar völlig legal, weil da Steuerschlupflöcher in die Gesetze geschrieben wurden, dann ist das echt nichts. Also da jetzt zu denken, wenn man da einige hundert Millionen einspart, könnte man jetzt Steuersenkungen in Milliardenhöhe finanzieren. Das ist einfach Schwachsinn. Also CDU redet hier einfach schon wieder Unsinn. Also ich sag ja, dieser Vogt, der hat entweder keine Ahnung oder hält die Zuschauer für komplett bescheuert. Jeden Euro, den sie dazu verdienen, bleiben 41 Cent bei ihnen, der Rest geht an den Staat. Und deswegen haben wir als CDU gesagt, okay, wir wollen die Überstunden steuerfrei stellen, weil wir wollen, dass die Menschen wieder mehr im Portemonnaie haben. Und darum geht's. Leistung muss sich in diesem Land wieder lohnen. Und das setzt eben auch voraus, wenn wir das tun, dann haben wir mehr Steuereinnahmekraft und durch dieses Wachstum wird das genau aufgenommen, was wir auch tatsächlich wollen. Herr Kollege Vogt, ich muss direkt darauf antworten, ja. Es brennt jetzt einfach auf meiner Zunge, in Anführungszeichen. Kollege Vogt, das war wieder dieser typische Konrad-Adenauer-Stiftungs-Sound. Dieses Aneinanderreihen von Worthülsen und von Phrasen. Sie, sehr geehrter Kollege Vogt, Ihre Partei, die CDU, ist mit Abstand die längste Regierungspartei im Bund und auch in Thüringen. Warum haben wir denn diese fast weltweit einzige Abgaben- und Steuerbelastung? Weil Sie in den letzten Jahrzehnten versagt haben. Und vor jeder Wahl versprechen Sie... Ja, wer ist wir? Also Millionäre, die zahlen in Deutschland relativ wenige Steuern. Also Millionäre haben einen Steuersatz von ungefähr 24%. Einfache Arbeiter einen Steuersatz von 45%. Also Abgabensatz, muss man immer dazu sagen, Steuern und Sozialabgaben von 48%. Also Millionäre, die zahlen vergleichsweise wenig Steuern. Also für die Reichen, da könnte man die Steuern durchaus erhöhen. Das könnte man an der Stelle vielleicht noch dazu sagen, aber dafür hätte hier irgendein, ja, ESW-Abgeordneter bei diesem Ding sein müssen oder ein Journalist, der das mal anspricht. Aber was will man bei Springer erwarten? Mit den Wählern das Blaue vom Himmel. Das glaubt ihnen doch keiner mehr. Das nimmt ihnen doch keiner mehr ab. Und ich glaube, die Art und Weise, wie Sie gerade hier vorgetragen haben, ist eine Ursache für die Politikverdrossenheit im Land. Die Leute wollen sich nicht länger an der Nase herumführen lassen. Sie wollen nochmal, dass das Geld, das hier erwirtschaftet wird, auch im Land bleibt. Vor allen Dingen die Rentner, an die müssen wir denken. Wir haben Millionen Rentner, die in schwierigen Verhältnissen sind, die in bitterster Armut stellenweise leben. Ich bin zu zig Bürgerdialogen unterwegs gewesen in den letzten Jahren in Thüringen, wo hunderte Bürger mich besuchen und die kommen danach und haben Tränen in den Augen. Sie weinen, diese Menschen weinen von mir und sagen, Höcke, wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Das Geld reicht nicht mehr zum Leben. Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, 45 Jahre, manche sogar 50 Jahre, gehen mit 900, 950 Euro netto Rente nach Hause. Das geht nicht, das muss sofort aufhören. Wie gesagt, das Geld ist da, an die Rente müssen wir ran, die Rente muss reformiert werden, damit für unsere Leute das Geld zum Leben auch im Alter reicht. Aber wenn definitiv. Definitiv, 100%. Also die Rente ist die Sozialleistung, die am stärksten angehoben werden muss. Da bin ich hier 100% bei Höcke. Definitiv. Also frage ich mich, also, darauf antwortet. Ich meine, da haben ja schon einige gefordert, dass das sein Eintrittsalter noch weiter erhöht wird, was effektiv auf eine Kürzung der Rente hinausläuft. Denn viele Leute, die können einfach nicht bis 70 arbeiten, die gehen dann trotzdem mit 65 in Rente und die kriegen dann entsprechende Abschläge. Also da bin ich jetzt gespannt, was der Vogt darauf antwortet. Der wird wahrscheinlich dem Thema Rente komplett ausweichen, weil er da nichts Sinnvolles zu sagen hat. Wenn ihr schon den Anwurf macht, dann will ich es auch klipp und klar sagen. Der Bürokratieindex, können Ihre Faktenchecker sich mal angucken. Ich weiß, dass mit Faktenchecking haben Sie es ja nicht. So, Sie sind ja bei den... Doch, auf meinem X-Account werden gerade die Fakten gecheckt. Ja, genauso wie das führt uns so, jetzt und hier, wenn wir den Bürokratieindex uns 2021 angucken, dann werden wir feststellen, dass der am niedrigsten war, weil die CDU Bürokratie abgebaut hat. Dass es noch mehr gilt, auf europäischer Ebene werden wir für jede neue Regelung zwei streichen, dass wir das in Deutschland tun. Das ist etwas, was wir als Union wollen. Aber im Kern geht es um was anderes. Im Kern geht es doch wieder darum, dass die fleißigen Leute in diesem Land tatsächlich auch was davon im Portemonnaie haben. Und dafür haben sie nichts in der Tasche. Das Gegenteil ist der Fall. Das, was sie wollen mit ihrem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Deutsche Produkte werden teuer im Ausland, dadurch werden sie nicht mehr abgenommen. Und das führt dazu, dass wir Mittelstand... Das hat Höcke doch... Also so habe ich Höcke zumindest nicht verstanden. Also ich habe Höcke so verstanden. Korrigiert mich in den Kommentaren, im Chat, wenn ich es falsch verstanden haben sollte. Dass er eine andere
andere EU oder wie es dann immer nennt, Bund lockerer Staaten hat das genannt, will, die eine geschlossene Außenpolitik machen, die einen gemeinsamen Binnenmarkt haben. Also er will eine andere EU, er will nicht einfach so aus der EU austreten und dann ist Ende. Also er hat gesagt, diese EU muss sterben, ist eine ziemlich radikale Rhetorik, aber das, was er damit meint, das kann ich letztlich, also das ist ja eine legitime Forderung. Kleine Unternehmen und dann die Handwerker, die unterstützen, alle hängen lassen. Das ist ihre Politik. Und Kollege das führt zur Wirtschaftsvernichtung in diesem Land. Die EU ist der Hauptproduzent von Bürokratie. Die Lieferkettenrichtlinie ist im Bundestag von ihrer Fraktion durchgewunken worden, sogar noch in verschärfter Form. Das Lieferkettengesetz. Ja, das ist eine andere Baustelle. Das ist Deutsch. Ja, die aber Vorgabe, die Vorgabe kam doch auch aus Europa. Nein, stopp, ich muss dieses Beispiel einfach ausführen. Das Lieferkettengesetz bedeutet, dass ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine gehacktes Brötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der... In Thüringen heißt es gehacktes, wenn Sie sich in der Heimat auskennen. Ich habe gerade gesagt, gehacktes. Brötchen. Nee, Mett gesagt. Es ist auch völlig egal, im Eichsfeld sagen wir gehacktes. Ich habe dann auch nochmal übersetzt Mett, weil nicht jeder gehacktes versteht. Das wollen Sie mir doch zugestehen, Herr Kollege. Wir müssen einen harten Schnitt bekommen. Dieser Metzger muss einen Antikorruptionsauftrag vorhalten, wenn er gehacktes Brötchen an Opel liefern will. Wir haben eine Reihe von Argumenten jetzt ausgetauscht zum Thema Wirtschaft. Das ist Ergebnis der Politik der Bürokratie. Sie haben, glaube ich, beide Ihre Punkte in Sachen Wirtschaft gemacht. Sie haben es eingangs schon gesagt, wir haben nicht leider unendlich Zeit und wir haben so viel noch zu besprechen. Ja, warum organisiert man ein Duell, wo nicht genug Zeit ist? Also fast so, als ob es Springer nur darum ginge, hier, ja, diese Moderatoren, die könnte man eigentlich weglassen. Also man hätte die beiden gegeneinander diskutieren lassen können und einfach drei Themen vorgeben können. Also es ist ja jetzt wirklich albern. Kaum führt mal einer einen Punkt genau aus. Okay, der CDUler, der führt gar nichts genau aus, aber Höcke wenigstens schon unterbrechen ihn die Moderatoren. Lassen Sie uns mit dem Thema weitermachen. Gehackte Brötchen sind auch ein deutsches Thema. Oder Hack auf Brötchen. Aber ich glaube, Migration ist das große Thema. Ich kenne niemanden hier im Land, den es im Moment nicht bewegt. Und es ist natürlich auch in Ihren Wahlkämpfen, in Ihren Parteien ein Thema, was hochgehandelt wird, worauf man schaut und wo man natürlich auch nach Lösungen guckt. Das tun die Deutschen vor allen Dingen. Deshalb die Frage an Sie beide. Welche schnell umsetzbaren Maßnahmen, weil wenn wir in die Kommunen schauen, dann sehen wir, das muss auch schnell gehen, hätten Sie denn parat, um bei der Migration wirklich an Stellschrauben zu drehen, unter anderem auch bei der illegalen? Herr Vogt, vielleicht zuerst. Ja, klar. Die Migration ist und die illegale Migration ist ein Riesenproblem. Das ist ein Zustand, den kann man nicht weiter akzeptieren. Ich habe bei mir im Wahlkreis Kindergärten, da können Deutsche keine Plätze erhalten, weil sie für Ausländer reserviert sind. Das ist der falsche Weg. Und deswegen müssen wir bei dem Thema illegale Migration eine ganz klare Strategie fahren. Null illegale Migration in Deutschland. Das setzt voraus harte rechtsstaatliche Unterstützung für unsere Polizei. Warum brauchen wir überhaupt außereuropäische Migration, selbst wenn sie legal ist? Also die paar Asylbewerber, die theoretisch einen Anspruch auf Asyl hätten, die machen ja jetzt der Migranten aus. Sondern wir haben massive Wirtschaftsmigration von außerhalb der EU. Wofür brauchen wir das? Justizbehörden. Zweitens konsequentes Rückführen und Abschieben. Und das dritte, absolute Begrenzung durch Außengrenzenschutz bei der illegalen Migration. Und jetzt sage ich Ihnen eins, wir haben ein klares Prinzip als CDU in Thüringen. Wer arbeitet, wer sich an Recht und Gesetz hält, wer zu Recht hier ist und wer sich an unsere Leitkultur hält, der bleibt. Derjenige, der Recht verletzt, der geht. Und wir haben das konkret in Thüringen umgesetzt. Und ich will Ihnen zwei Beispiele dafür nennen. Das erste ist, eine Landrätin in Thüringen hat als erste in Deutschland die Bezahlkarte eingeführt, weil sie gesagt hat, wir wollen nicht, dass deutsches Geld ins Ausland fließt, sondern wir wollen klarstellen, dass das Geld sachgerecht eingewendet wird. Und das zweite ist, ein Landrat der CDU in Thüringen. Ja, und das ist brandgefährlich. Man führt ein neues Überwachungsinstrument für die Bürger ein. Als nächstes kommt die Bezahlkarte für Hartz-IV-Empfänger. Danach kommt die Karte für Rentner, dann kommt die Bezahlkarte für BAföG-Empfänger. Ich meine, diesen Studenten, die da BAföG kriegen, kann man denen das einfach so anvertrauen? Weiß man denn wirklich, dass die das sinnvoll ausgeben? Vielleicht braucht man eine Bezahlkarte. Also, dass das ein Einstieg ist in eine zusätzliche staatliche Repression gegen jeden, der staatliche Transferleistungen erhält. Das ist doch offensichtlich. Also für jeden, der hinsehen will. Die CDU, die
benutzt das jetzt bei einer unbeliebten Gruppe, nämlich bei Flüchtlingen, und dann nächstes kommen dann andere unbeliebte Gruppen. Also wie gesagt, meine Prognose ist zuerst Bürgergeldempfänger und dann kommen noch andere, je nachdem, wie man es gerade ausweiten will. Thüringen hat durchgesetzt, dass die Arbeitsverpflichtung in Gemeinschaftsunterkünften stattfindet. Das heißt, für das Geld, für das man was bekommt, müssen auch Flüchtlinge arbeiten. Das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Und wissen Sie was? Die AfD hat einen einzigen Landrat in Deutschland, in Thüringen, in Sonneberg. Und die harte Haltung, die Herr Höcke immer versucht zu vertreten, würde ja bedeuten, dass die AfD dort beginnt. Aber was passiert? Keine Bezahlkarte, keine Arbeitsverpflichtung, nichts. Und das ist die Backen aufblasen, Probleme beschreiben, aber kein einziges Thema lösen. Herr Höcke, nur zu. Herr Vogt, es war Ihre CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die Grenzen geöffnet hat bzw. nicht geschlossen hat und die Willkommenspolitik ausgerufen hat. Ab 2015 sind in den Folgejahren 10 Millionen Menschen zu uns gekommen, viele von denen illegal. Die Gesamtkosten dieser Zuwanderung belaufen sich laut Professor Rafelüchner auf 5,8 Billionen Euro. Billionen Euro, das ist die Nachhaltigkeitslücke. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Die Gewaltkriminalität explodiert durch die illegale Einwanderung. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Unser Sozialsystem steht kurz vor dem Kollaps. Mittlerweile haben wir in NRW mehr als 50% Bürgergeldempfänger, die Zuwanderer sind. Sie haben das Land mit Ihrer Migrationspolitik an den Rande des Kollaps geführt. Und jetzt, nachdem Sie das Kind in den Brunnen geworfen haben, beginnen Sie, das Wasser abzuschöpfen und Symptompolitik zu machen. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr. Ich glaube, das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Wer nach Deutschland kommt, kriegt diese üppigen Sozialleistungen nicht mehr. Wir müssen den Sozialstaatsmagneten stillstellen, den müssen wir runterfahren. Und ich glaube, das ist das wirksamste Mittel, um die illegale Migration zu stoppen. Danach brauchen wir natürlich auch noch den Grenzschutz. Wir brauchen entsprechende Remigrationsanreize. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Das ist ein Programm, das dauert sicherlich auch Jahre. Der Schaden ist immens, erst über Jahre angerichtet worden. Wir werden viele Jahre brauchen, den Schaden wieder zu reduzieren. Aber da müssen wir ran. Nur die CDU, wie gesagt, wenn die sich jetzt hier als Gärtner anbietet, muss man sagen, sie ist der Bock, der das Ganze verbockt hat. Jetzt haben wir gerade vor allen Dingen über illegale Migration gesprochen. Ihr Bundesland ist geschrumpft seit der Wende von 2,5 auf 2,1 Millionen Einwohner. Eine halbe Million Menschen sind weniger dort. Um das zu kompensieren, brauchen Sie auch Fachkräfte aus dem Ausland, um den Fachkräftemangel zu bewältigen? Es gibt keinen Fachkräftemangel, jedenfalls keinen allgemeinen. Also in einzelnen Branchen mag das der Fall sein. Aber nein, es gibt keinen allgemeinen Fachkräftemangel. Das ist einfach Quatsch. Dass es neoliberale Propaganda gemacht wird, um die Deutschen dazu zu bringen, mehr Zuwanderung zu fordern. Also lasst euch davon nicht verrückt machen. Klar brauchen wir die. Und ich will jetzt mal bei den Zahlen bleiben, damit wir hier keinen Sand ins Getriebe stellen. Das funktioniert auf seinem AfD-Parteitag. Ihr habt es gehört, die CDU ist für Wirtschaftsmigration. Das BSW ist dagegen übrigens. Die AfD ist übrigens auch für Wirtschaftsmigration. Das fordert sie in ihrem Programm, und zwar abhängig von der konjunkturellen Lage und abhängig von den Bedürfnissen der Unternehmen. Aber wenn die Industrie nach billigen Arbeitskräften schreit, dann sagt auch die AfD, jedenfalls laut ihrem Programm, dass sie sich dem nicht entgegenstellen würde. Also AfD ist da wesentlich restriktiver als alle anderen Parteien. Ich meine, der Vogt sagt ja gerade, dass er für Wirtschaftsmigration ist, aber ja, das ist doch sehr interessant. Mit den 10 Millionen. Aber jetzt machen wir mal einen Faktencheck. 3,8 Millionen haben Asylanträge gestellt, 2,1 Millionen Flüchtlinge haben. Er wirft diejenigen in einen Topf, die als Fachkräfte zu uns kommen. Unter anderem auch die 50.000 Europäer, die in Thüringen arbeiten, die wir tatsächlich brauchen. Und deswegen ist doch vollkommen klar, wir müssen klarer unterscheiden, wen brauchen wir als Fachkräfte, die sind uns herzlich willkommen, und wer versucht sich ein besseres Leben hier in Deutschland zu machen? Wir brauchen keine Arbeitskräfte aus Dritte Weltländern abwerben, die dann eben diese Fachkräfte nicht mehr haben. Also da die Probleme zu provozieren, einfach damit unsere Industrie ein bisschen Lohndumping betreiben kann, das ist doch keine vernünftige Politik. Also meiner Meinung nach, die CDU, die bückt sich natürlich immer, wenn die Industrie irgendwas sagt. Also ja, also die bekommt ja auch ihre Parteispenden daher. Zu schaffen. Das ist nicht unanständig. Wir sind ein tolles Land, aber hier darf sich nicht jeder frei aufhalten, sondern wir als Staat müssen wissen, wer da ist. Deswegen stoppt mit der illegalen Migration. Und das Zweite ist, ganz klar
Fachkräftegewinnung für diejenigen, die wir brauchen. Und tatsächlich ist das so. Herr Höcke, braucht Thüringen Fachkräfte aus dem Ausland, ja oder nein? Ich verstehe es nicht, Herr Vogt. 10 Millionen Zuwanderer in den letzten knapp 10 Jahren, dass wir überhaupt noch von Fachkräftemangel reden müssen. Das ist doch eigentlich schon der Beleg für das Totalversagen Ihrer ganz Politik. Ganz klare Frage. Brauchen Sie auch Fachkräfte aus dem Ausland, ja oder nein? Vor allen Dingen die Nachqualifikation von jungen Leuten in Deutschland. Wir haben in der Alterskohorte 20 bis 34 Jahre 3 Millionen junge Leute ohne Berufsabschluss. Die müssen wir erstmal zu Fachkräften ausbilden, bevor wir nach Zuwanderung aus dem Ausland rufen. Weil diese Menschen sprechen ja schon unsere Sprache. Lehnen Sie das denn aus grundsätzlichen Gründen ab? Nein, nicht grundsätzlich. Aber wir brauchen ein Gesamtpaket. Das heißt, wir brauchen eine Familienoffensive. Wir müssen das Kinderkriegen in Deutschland wieder fördern, damit wir diese demografische Katastrophensituation verlassen. Dann brauchen wir eine Remigrationsinitiative, und zwar für die Deutschen, für die 1,5 Millionen Deutschen, hochqualifizierte junge Leute, die wegen der hohen Abgaben und Steuerlast, weil ihre Kinder in den deutschen Schulen nichts mehr lernen und weil sie das Meinungsklima in Deutschland nicht mehr ertragen konnten, in den letzten 30 Jahren ausgewandert sind. Die müssen wir zurückholen. Und habt ihr gemerkt, welchen Punkt Höcke hier nicht genannt hat? Das deutsche Lohndumping. Das Zurücktreiben der Löhne hinter der Produktivitätsentwicklung. Also das wird doch auch eine Rolle gespielt haben, dass die Löhne in Deutschland gestiegen sind, dass so viele Leute ausgewandert sind. Dann brauchen wir drittens auf jeden Fall natürlich auch die Überlegung, wie wir Thüringen attraktiv machen, damit die Fachkräfte, die bei uns dann ausgebildet werden, auch bei uns bleiben. Das große Problem Thürings ist, dass die Altparteien Thüringen zu einem Niedriglohnland gemacht haben. Die Menschen kommen, werden ausgebildet und ziehen dann weiter, weil das Lohngefüge woanders besser ist. Und da müssen wir rangehen. Wir müssen Thüringen attraktiv machen für die Menschen, vor allen Dingen für die Thüringer, die aus Thüringen weggegangen sind, die wir zurückhaben. Darf ich ganz kurz einhaken, weil wir auch weiter wollen so ein bisschen. Wie Thüringen attraktiv werden soll, das hat Höcke ja jetzt nicht gesagt. Also da hätte ich gerne noch was Konkretes gehört. Aber ja, ihr merkt schon, die Moderatoren, die scheuchen uns hier von einem Thema zum anderen, wenn man Zeit hat. Also die hätten vielleicht nur über ein einziges Thema debattieren sollen, wenn sie nur 45 Minuten Zeit haben und nicht über so viele verschiedene. Bei dem Fachkräftethema noch einen Fakt einwerfen, weil der ganz entscheidend ist. Ja. Wir haben in Thüringen mittlerweile eine Situation am Arbeitsmarkt, wo wir händeringend Fachkräfte suchen. Mhm. Tatsächlich ist es so. Haben wir nicht. Die Arbeitslosigkeit ist überall in Ostdeutschland sogar noch höher als in Westdeutschland. Ist einfach Quatsch. Also für ganz Deutschland stimmt's nicht und für ostdeutsche Bundesländer stimmt's erst recht. Dass 10% der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss verlassen, das ist etwas, wo wir einen konkreten Plan haben, kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber ausländische Fachkräfte helfen uns zum Beispiel im medizinischen Bereich gerade sehr. Jeder Medizinischer Arzt Bereich, da habe ich sehr interessante Zahlen. Wir hätten ungefähr 500.000 Vollzeitstellen mehr, wenn die Pflegekräfte, die gesagt haben, ich habe diesen Job zwar gelernt, aber ich höre jetzt, nachdem ich da schon gearbeitet habe, auf, wenn die wieder zurück in ihren alten Beruf kehren würden und wenn die Pflegekräfte, die nur Teilzeit sind, auf Vollzeit umstellen würden, die dazu bereit wären, bei besseren Arbeitsbedingungen. Also wir könnten 500.000 Pflegestellen mehr haben, bei höheren Löhnen im Pflegesektor und besseren Arbeitsbedingungen. Warum tut die Politik nichts? Warum hebt sie nicht die Pflegemindestlöhne deutlich an? Warum sorgt sie nicht für allgemein verbindliche Tarifverträge, die beispielsweise die Arbeitszeit reduzieren? Oder erhöht die Personalschlüssel? Ich meine, da gab es ja sogar Streiks in der Pflege. Also warum wurde all das nicht gemacht? Ja, ganz einfach. Weil die Politik Geld sparen will, weil die Politik will, dass private Konzerne, die an den Gesundheitssektor massiv investiert haben, Profite machen, und wenn man da die Personalschlüsse erhöhen würde, dann würden diese Profite eben sinken. Also ganz einfach. Aber ja, diese Probleme werden nicht angesprochen. Nein, wir müssen hier noch mehr Ausländer von irgendwo anders her importieren, die dann hier Pflegekraft in Deutschland werden. Also ja, wie gesagt, wir haben genug Pflegekräfte in Deutschland, nur die Bedingungen, die sind so schlecht, dass viele eben ihren Job nur in Teilzeit machen, beziehungsweise damit wieder aufgehört haben, nachdem sie ihn schon ausgeübt haben. An Kliniken in Thüringen kommt aus dem Ausland, hat einen ausländischen Pass. Mhm. Irgendwann wird der Höcke vielleicht auch mal in einem Klinikum liegen. Und wenn er dann den Knopf drückt und wenn seine Politik Wirklichkeit wird,
dann kommt dann irgendwann niemand, wenn er den Knopf drückt. Und das ist die Realität. Deswegen, Fachkräfte brauchen wir, aber es braucht eine Klarheit darüber, wie wir unterwegs sind. Und die Fachkräfteanwerbung gelingt nur, wenn wir eine Offenheit haben, eine Weltoffenheit, die Thüringen ausmacht. Wissen Sie, wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal. Also wirklich, diesen CDU... Also ich hatte es ja schon zu Anfang gesagt, der CDU-Typ hat die Debatte verloren. Also jedes Mal, wenn der den Mund aufmacht, wird er mir noch unsympathischer, obwohl das schwer vorzuhören. Wirklich. Könnt ihr vergessen. Also ich lege mich jetzt schon fest, Höcke hat die Debatte haushoch gewonnen, der CDUler hat verloren. Und ja, ich hoffe, die meisten Wähler werden das ähnlich sehen wie ich. Denn also ehrlich, dieser Kasper hier, der gehört in die politische Bedeutungslosigkeit geschickt, aber nicht ins Ministerpräsidentenamt. Das ist ja unglaublich. Populistisch. Ich habe gar nichts gegen ausländische Ärzte, aber ich habe etwas gegen die Problemlage, dass wir in Deutschland eigentlich genug Mediziner ausbilden an deutschen Universitäten auf Steuerzahlerkosten und dass diese dann in Deutschland ausgebildeten Mediziner lieber in die Schweiz gehen, lieber nach England gehen, lieber nach Norwegen gehen. Wo ist das Problem? Oder aufhören. Also, oder einfach, wie gesagt, ich hatte gerade die Zahlen bei den Pflegekräften genannt. Einfach anfangen und dann sagen, so, nee. Das Problem ist, dass Deutschland für wirkliche Fachkräfte so unattraktiv geworden ist, auch für internationale Fachkräfte, dass die einen großen Bogen um Deutschland machen. Die wollen gar nicht nach Deutschland, weil die Steuer- und Abgabenlast so hoch ist, weil der Bürokratiewahnsinn hier über alle Grenzen aufgewuchert ist, weil dieses Land ein Land ist, in dem man nicht mehr richtig atmen kann, weil die Meinungsfreiheit eingegrenzt ist. Reden Sie das Land auch nicht schlecht. Deutschland ist ein großartiges Land. Die Situation, ja, Sie brauchen jetzt hier keine Luftblasen zu produzieren. Sie sind ja zuständig bzw. verantwortlich für den miserablen Zustand dieses Landes. Nee, machen Sie mal raus und fragen Sie mal die Leute, ob der Zustand dieses Landes ein guter ist. Mit einem Begriff, den Herr Höcke vorhin schon mehrfach aufgeworfen hat, der in den vergangenen Wochen auch für bundesweite Diskussionen und teilweise auch für Proteste bundesweit gesorgt hat, nämlich Remigration. Die Frage geht an Sie beide. Was verbinden Sie konkret mit dem Begriff Remigration? Herr Vogt. Also ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Ich habe mir Herrn Höckes Rede am 12. Dezember 2023 in Gera angeguckt. Da spricht er davon, dass 20-30% auf die Deutschland verzichten kann. Damit meint er übrigens nicht nur Ausländer, nicht nur Asylsuchende, sondern nicht angepasste Deutsche. Das heißt, Deutsche, die einen Pass haben, die sollen Deutschland verlassen. Das ist Remigration für ihn. So, und jetzt 25%, ich übersetze es mal, das ist so ungefähr ein Viertel unserer Bevölkerung. Das heißt doch nichts anderes. Wie soll es denn ablaufen? Wie weit wird denn dann im Stammbaum zurückgegangen? Wer passt denn dann nicht ins Bild? Heißt es dann 1, 2, 3 raus? Das ist doch in gewisser Weise die Philosophie, die Herr Höcke hier vertritt. Und deswegen, das ist eine absolut menschenunwürdige Vorstellung. Ich will, dass Deutsche sich hier sicher fühlen und dass sie nicht unter der AfD zwangsausgewiesen werden können. Ich habe jetzt nicht von Deportation gesprochen. Herr Höcke, was bedeutet der Begriff Remigration für Sie ganz konkret? Eventuell ist ja ein Redeabgleich und Austausch zwischen uns beiden. Herr Vogt, ich freue mich, dass Sie sich meine Rede angehört haben. Aber anscheinend haben Sie diese Passage nicht verstanden. Und ich will Ihnen das nochmal erklären. Bei den 20-30% ging es um das, was auf Thüringen und Deutschland zukommt, nämlich der Bevölkerungsrückgang in den nächsten Jahrzehnten, den wir in dieser Größenordnung leider zu verzeichnen haben werden, wegen der nicht vorhandenen, wegen der desaströsen Familienpolitik der Altparteien inklusive der CDU. Deswegen sagen wir als AfD Thüringen auch. So hatte ich Höcke ehrlich gesagt auch verstanden. Also ich hatte gerade überlegt, unterbreche ich den Vogt jetzt, aber ja, hier hat Höcke ihn jetzt selbst korrigiert. Wir brauchen eine Familienoffensive. Das Kinderkriegen in Thüringen wird unter einer AfD-Regierung nicht mehr am Geld scheitern. Darauf bezogen sich die 20-30%. Da haben wir ein großes Defizit, da haben wir ein großes Versagen der Altparteien und da müssen wir ran. Und wie gesagt, Remigration ist ein Alltagsbefund. Jeden Tag remigrieren, remigrare, lateinisch zurückwandern. Migrieren Menschen zurück in ihre Heimat. Das ist ein normaler Vorgang. Aber mir geht es vor allen Dingen um die Hochqualifizierten. Die tun das aber meistens freiwillig, Herr Höcke. Ja, mir geht es aber vor allen Dingen um die deutschen Staatsangehörigen, die im Ausland leben, weil sie aus Deutschland geflohen sind. Das ist eine ganz neue Definition. Die haben wir von Ihnen bisher noch gar nicht gehört. So. Das ist eigentlich eine alte Definition von mir. 1,5 Millionen Menschen, das muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen, sind in den letzten 30 Jahren ausgewandert. Überdurchschnittlich gut qualifiziert. Die müssen wir zurückholen in unser Land. Die müssen wir wieder für Deutschland begeistern. Also Sie nehmen Abstand von der Remigration derjenigen, die hier sind? Wir ganz
besonders vorantreiben wollen. Also geht's Ihnen nicht mehr Ich hätte Ihnen mehr Mumm zugetraut, dass Sie zu Ihren Thesen stehen. Ich zitiere jetzt einfach mal, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Aus Ihrem Buch, damit Sie mir nicht vorwerfen, dass ich Sie falsch zitiere. Seite 257 aus Ihrem Buch. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach sind. Da geht es nicht um den demografischen Faktor. Da geht es um die Deutschen, die anderes. Ihnen nicht ins Bild passen. Das haben Sie auch und nicht verstanden. Und jetzt sage ich Ihnen was ganz Simples. Es gibt viele Gott, den CDUler, den überspringen wir jetzt mal. Ich warte, was Höcke darauf antwortet, das will ich jetzt wissen. Denn die Aussage, die kannte ich tatsächlich schon und das finde ich für einen wirklich eine sehr problematische, spalterische Rhetorik. Also so, das ist etwas, was man meiner Meinung nach als jemand, der Ministerpräsident werden will, nicht an den Tag legen sollte. Und deswegen kämpfe ich. Lieber Herr Vogt, das ist ja schön, dass Sie mal einen Halbsatz aus meinem Buch zitieren. Den hätten Sie aber nicht aufschreiben. Den hätten Sie aber nicht aufschreiben müssen. Den hätten Sie eigentlich aus dem Kopf zitieren müssen. Diese Passage ist ja eingebettet in einen Kontext. Vielleicht lesen Sie sich zumindest die Seite nochmal durch, wenn Sie auch nicht das ganze Buch lesen, das ich Ihnen aber wirklich zur Lektüre empfehle, weil das sicherlich auch einiges noch an Hintergrundinformationen bietet. Diese Passage mit den Volksteilen, die wir verlieren, bezieht sich ja vor allen Dingen auf diejenigen, die laut schreiend durch Deutschland laufen, Plakate vor sich hertragen, wo drauf steht: Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Das sind aber keine relevanten Volksteile. Also die Antideutschen, das ist, die haben eine winzige demografische Basis vor allen Universitäten. Also das sind ja keine relevanten Volksteile. Also das, ich sage ja, das ist eine Rhetorik, die ich so nicht unterschreiben würde und die werden wir nicht verlieren. Also es reicht schon, wenn diese Leute weit weg von jedweden politischen Entscheidungspositionen und weit weg aus der Öffentlichkeit gehalten werden. Das reicht ja schon. Also man muss sie ja nicht gleich abschieben oder so. Ich weiß jetzt nicht, was er... Aber ja, wie gesagt, die Aussage geht mir trotzdem deutlich zu weit. Land, verrecke, Bomber Harris, do it again oder... die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Ich glaube, die haben wir schon. Ich glaube, die haben wir schon. Es geht darum, was ich in diesem Buch, an dieser Passage, ausgedrückt habe. Lesen Sie es noch. Aber dann machen wir es nochmal ganz. Das kann man nochmal ganz deutlich so sagen. Das ist ein Buch, das natürlich einen gewissen philosophischen Tiefgang hat, das keinen aktuellen Themenbezug zur Remigration. Wir kommen vom Allgemeinen mal ins Speziell. Wir haben natürlich Ihr Buch auch in Auszügen gelesen und da ist uns aufgefallen, dass Sie zum Beispiel in Bezug auf die in Hamburg geborene SPD-Politikerin Frau Özus geschrieben haben, sie habe in Deutschland nichts verloren, weil sie jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur erkennen wolle. Müsste also die Bundestagsvizepräsidentin Deutschland verlassen, wenn Sie an die Macht kommen? Also das Buch ist mittlerweile jetzt schon 6 Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes. Also Sie aber haben dann jetzt, distanzieren Sie mal, sich jetzt von Ihrem eigenen Buch? Als Zitaten, ich distanziere mich von überhaupt gar nichts. Nur Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass... Was ist das albern? Also wann hat man Angela Merkel einmal mit ihrem Zitat von der marktkonformen Demokratie konfrontiert? Also Angela Merkel hat ja mal gesagt, wir brauchen keinen demokratiekonformen Markt, wir brauchen eine marktkonforme Demokratie. Damit hat sie sich ganz offen als Verfassungsfeindin geoutet. Hat es dafür irgendwelche Konsequenzen gegeben? Wurde sie damit irgendwo konfrontiert? Meines Wissens nach nicht. Oder Wolfgang Schäuble, der gefordert hat, Ländern das Stimmrecht zu entziehen, die sich nicht an die Schuldenregel der EU halten. Also wirklich hundertprozentig, also viel antidemokratischer geht das nicht mehr. Also wirklich Leute, die eine technokratische Diktatur befürwortet haben. Wurden die mal mit diesen Zitaten konfrontiert? Natürlich nicht. Also ich sag ja, gegen den Höcke läuft eine wirklich miese mediale Hetzkampagne und Kriegsbringer-Journalisten, die können sich selbst in dieser Debatte hier nicht zurückhalten. Nach 6 Jahren noch jede Passage meines Buches. Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özus in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özus in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal. Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Also es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. Ich müsste dann im Originaltext dann mal nachlesen. Nochmal. Die Position der AfD ist doch ganz klar. Es geht mir jetzt wirklich genau um diese Frage, ob Sie immer noch finden, dass Frau Özus in Deutschland nichts verloren hat. Das ist eine legitime Frage, auf die ich jetzt gerne eine Antwort hätte. Nochmal, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr parat. Ich lese es Ihnen nochmal vor. Es ist 1:1 korrekt, Seite 188. Sie sprechen wörtlich davon, dass die in Deutschland geborene Politikerin Frau Özus in Deutschland nichts verloren hat.
Ja. Welches Zitat? Das ist ein wörtliches Zitat. Sie können sich sicher sein, dass wir das. In welchem Kontext dieses Zitat steht, ist jetzt nicht klar. Okay, dann halte ich fest, Sie verweigern eine Antwort auf meine Frage. Nein, ich habe nur gesagt, in welchem Kontext dieses Zitat steht, ist für mich jetzt nicht mehr. Sie haben hier vor 35 Jahren mal in einem Halbsatz das hier geschrieben. Ja, ich kann mich nicht erinnern und würde gerne nochmal nachlesen, was ich da genau geschrieben habe. Sie haben eine Antwort auf meine Frage. Ihr merkt selber, wie dumm das hier ist. Also wirklich. Nachvollziehbar. Das ist die Antwort, die Frau, wie heißt sie nochmal? Frau Özogus. Özogus, ja. Bundestagsvizepräsidentin. Ja. Na, Seller, die haben schon recht. Kontext ist schon wichtig. Also, keine Ahnung, ob da jetzt ein Kontext bei war. Ich kenne die Aussage auch nicht. Ist mir auch relativ egal. Ich finde auch, dass wir weniger Politiker in Deutschland brauchen. Aber ja, wie die Aussage jetzt auch gemeint war, die hat hier nichts verloren, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ist mir auch, da wäre Kontext jetzt echt wichtig. Ich finde das ein bisschen albern, in einem TV-Duell irgendwelche Zitate aus einem Buch vorzulesen. Also allein diese Praxis ist albern. Dass der CDUler das hier gemacht hat, okay, ja, war jetzt dieses eine, war jetzt dieser eine Halbsatz, wir werden Volksteile verlieren. Den, wie gesagt, der geht wirklich deutlich zu weit und da, ja, Höckes Erklärung, die war schon ziemlich halbgar, die war schon ziemlich halbgar. Also das, ja, das ist wirklich eine Rhetorik, die sollte man als jemand, der Ministerpräsident werden will, einfach nicht an den Tag legen. Aber das wird jetzt wirklich albern, wo die Journalisten jetzt auch noch damit anfangen. Also wirklich. Alle Politiker kennen in dieser Republik, nicht wahr? Aber Sie haben geschrieben, Sie lasse jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur erkennen. Ich glaube, das ist. Ich habe die Dame jetzt nicht mehr wirklich auf dem Schirm, aber ich glaube, sie hat sich einige Male sehr abfällig über deutsche Kultur geäußert. Kann das sein? War das vielleicht der Hintergrund? Das liegt in Ihrer Bewertung, wie Sie sich geäußert hat. Herr Höcke, vielleicht drehen wir es andersrum und fragen einfach ganz konkret. Mit den Remigrationsplänen, nicht die neue Variante, die Sie gerade auch genannt haben, nämlich Deutsche zurückkommen, die ist durchaus spannend, können wir auch noch drüber sprechen, sondern die, für die die AfD bislang bekannt ist und die Sie ja durchaus auch in diesem Buch ein paar Mal erwähnt haben, nicht nur dort. Ganz konkret, jemand, der einen Migrationshintergrund hat, aber mittlerweile seit möglicherweise vielen Jahren einen deutschen Pass, deutsche Staatsangehörigkeit hat, zu Hause aber bosnische Musik und bosnisches Essen genießt, darf der bleiben oder muss der gehen? Nein, der darf bleiben. Wir haben das auch niemals in Abrede gestellt. Ja, das ist doch eine klare Antwort. Danke. Es geht darum, dass die Illegalen im Lande, dass wir die versuchen, möglichst... Zeigt die Aussage mal Schlomo. Also... ja, ich hatte schon gesagt, die Position der AfD ist nicht, dass sie Deutsche abschieben will. Das wurde von dem gehört, aber das ist nicht die Position. Das kann man im Programm nachlesen und ihr habt es ja gerade von Björn Höcke gehört. Das will diese Partei einfach nicht. Einige Akteure im Vorfeld, wie gesagt, Schlomo beispielsweise, die fordern das, aber die AfD will das nicht. Mit Anreizen? Ja, natürlich, mit Anreizen, also mit Sozialstaat, Anreizen dazu zu bewegen, Deutschland wieder zu verlassen. Stehen Sie aber doch der Rechtsstaat. Das ist doch absurd. Sie reden auf AfD-Parteitag anders als wir. Natürlich müssen wir auch Abschiebungen forcieren. Selbstverständlich, das ist eine Position von Leuten mit deutschem Pass. Sie verdrehen mir das Wort im Mund. Das haben wir niemals gesagt. Naja, das haben Sie indirekt gesagt, indem Sie und Ihre Parteikollegen von millionenfacher Remigration sprechen. Und nach unserem Kenntnisstand liegt die Gesamtzahl der Ausländer ohne jeden Aufenthaltstitel gerade bei 500.000. Also wie kommen Sie auf Millionen? Erklären Sie uns das. Also die millionenfache Remigration ist ein Faktum über die Jahre. Sie müssen ja das Ganze im Jahresverlauf sehen. Das heißt, ja, die Flüchtlinge aus Syrien und aus Afghanistan und der Ukraine, da weiß ich gar nicht, wie da die Position der AfD ist. Also, da wird ja auch noch zu klären sein, wie die Ukraine dann, wie die Ukraine nach dem Krieg überhaupt aufgeteilt sein wird. Also, aber aus Syrien und aus Afghanistan, der Krieg in diesen Ländern ist vorbei. Da muss man endlich die brutalen Wirtschaftssanktionen gegen diese Länder aufheben und dann mit den dortigen Regierungen darüber verhandeln, inwieweit sie ihre Bevölkerung zurücknehmen können. Also das sind ja durch den Krieg völlig zerstörte Länder. Man kann natürlich nicht Leute in ein Land abschieben, in dem sie entweder verfolgt werden oder in dem die Regierung sie nicht versorgen kann. Also da muss man natürlich mit Assad und mit den Taliban reden und da vernünftige Abkommen finden. Und auch beim wirtschaftlichen Wiederaufbau eventuell helfen. Also Deutschland hat ja auch sowohl in Syrien als auch in Afghanistan alles dafür getan, dass diese Länder zerstört werden. Also das sollte man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Aber da, wie gesagt, Afghanistan, glaube ich, rund 1 Million, Syrien rund 1 Million. Einer im Chat schreibt gerade, mit den Taliban reden. Ja, natürlich mit den Taliban reden. Das ist die legitime Regierung von Afghanistan. Die haben sich da durchgesetzt. Die wurden früher übrigens vom Westen auch finanziert und bewaffnet.
bevor die USA, es ist eine längere Geschichte, ich will jetzt nicht auf Afghanistan zu weit eingehen, das führt zu weit vom Thema ab, aber natürlich, man muss mit den Regierungen von Ländern reden, auch mit denen, die man nicht mag. Es ist einfach Außenpolitik. 5, 10, 20 Jahre. Wir haben ja jetzt schon eine Zuwanderung und eine Abwanderung über mehrere hunderttausend Menschen im Jahr. Wenn Sie das aussummieren, sind Sie ja schon bei millionenfacher Remigration. Nochmal, kontaminieren Sie doch das Wort der Remigration noch nicht so. Remigration ist ein wissenschaftlicher Begriff. Meines Wissens gibt es auch in einigen Städten sogenannte Remigrationsbeauftragte, die helfen den Menschen, in ihre Heimat zurückzukehren und dort ein neues Leben aufzubauen. Wo ist das Problem? Und natürlich muss ein Staat, wenn er ein Rechtsstaat ist, auch die Möglichkeit haben, illegal Lebende abzuschieben. Natürlich, ja, das wollen wir. Aber das ist doch die CDU macht es doch nicht. Absurd. Gucken Sie doch bitte in Ihre Bundesländer. Da wird doch in minimalen Umfängen nur abgeschoben, Kollege Vogt. Also ich bitte Sie, wir können das ja gerne mal überprüfen, wo Sie Ihren Ministerpräsidenten haben und wie stark dort abgeschoben wird. Also gucken Sie einfach nur zu Ihrem einzigen Landrat, den Sie haben. Der hat bisher noch nichts hingekriegt. Ihre großen Wortspalten und dieses Rumgeeiere, das finde ich bemerkenswert. Ich hätte wenigstens erwartet, dass Sie heute den Mumm haben, zu Ihren Thesen zu stehen. Aber dass Sie hier anders reden als auf Ihren Parteitagen, das zeigt mir doch nur ein. Also ja, die Medien unterstellen Höcke Dinge, die er nie gesagt hat, beziehungsweise interpretieren in Aussagen, die tatsächlich entweder etwas doppeldeutig oder sehr radikal sind, Dinge, die ja so sich aus diesen Aussagen nicht direkt herauslesen lassen. Also ja, und hier hat Höcke jetzt nochmal seine Position klargestellt. Es erinnert mich irgendwie an meine Debatte mit Neidern, wo ich gesagt habe, nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, du hast das gesagt. Ich weiß nämlich, was du eigentlich gemeint hast. Genauso wird hier gerade mit Höcke umgegangen. Dass sie nicht zu der Konsequenz stehen, die sie eigentlich wollen. Sie wollen Leute, die nicht in ihren Kram passen, die einen deutschen Pass haben. Und ich habe mir ihre Passage en Detail angehört. 12. Dezember 2023. Da geht es um das Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Und sie sagen, ja, diejenigen, die den Pass haben, die müssen sich entscheiden. Und dann gehen sie halt raus. Und 20-30%, auf die können wir verzichten. Das ist ein ganz anderes Thema. Das war doch bis Anfang der 2000er eine Position der CDU. Also die alte Staatsbürgerschaft. Das wurde auch von der CDU damals kritisiert, als das neue Staatsbürgerschaftsrecht von Rot-Grün eingeführt wurde. Also ja, ihr merkt schon, der CDU-Typ hat entweder keine Ahnung oder hält das Publikum für komplett bescheuert. Also wirklich. Thema der Doppelpass. Nein. Entschuldigen Sie bitte. Sie haben über Remigration von 20-30% von Deutschen geredet. Und das, was Sie auf Ihrem Nazi-Schloss da in Schnellroda diskutieren mit Ihrem Spiritus Rector, das ist einfach die große Gefährlichkeit. Also wirklich, das ist ja wirklich eine Rhetorik, die geht gar nicht. Also ja, ich hatte ja Höcke für seine harsche Rhetorik kritisiert. Das Gleiche gilt natürlich für den CDU-Typen. Also der hat sich denn vollkommen disqualifiziert. Andere ein- und ausgehen, die klipp und klar sagen, dass... Das hat er sich durch seine gesamte Inkompetenz sowieso schon. Da braucht es jetzt nicht noch diesen Angriff unter der Gürtellinie. Aber was soll diese Rhetorik? Kann man nicht etwas staatstragender auftreten? Mit solchen Begriffen gegen den politischen Gegner gehen? Also wirklich. Um Asylsuchende geht, um Leute, die Deutscher sind, aber eben nicht angepasst und die auch gleichzeitig sagen, dass sie Leute, die hier nicht ihnen in den Kram passen, abgeschoben werden sollen. Und da geht es um Deutsche. Und das finde ich im Kern das Verwerfliche. Vogt, sie können andere Haltung haben um in Wirtschaftspolitik, sie können in der Sozialpolitik andere Haltung haben. Aber stehen Sie doch bitte schön zu dem, was Sie auf Ihren Parteitagen vorstellen. Sie riskieren jetzt hier die große Lippe. Ihre Partei ist hauptverantwortlich dafür, dass wir in eine Migrationskrise hineingegangen sind, wie wir sie in diesem Land niemals erlebt haben. Wir haben die Zahlen 2019, 2020 so weit runtergebracht, das EU-Türkei-Abkommen war genau der entscheidende Punkt, dass eben nicht mehr die Leute gekommen sind. Ich sage Ihnen eins, Herr Vogt. Die Zahlen für Asylsuchende haben sich in den letzten 3 Jahren verdreifacht. Das können Sie doch nachschauen. Bitte bleiben Sie doch bei den Fakten. Was war 2015, was war 2016, was war 2017? Gucken Sie sich bitte die Zahlen an, die lagen damals noch höher als jetzt unter einer CDU-Kanzlerin. Okay. Sie haben den Schaden angerichtet. Sie lösen Deutschland mit dieser Migrationspolitik auf wie ein Stück Seife und dann Wir räumen auf, das Herr Höcke, und Sie reden nur. Sie räumen auf, Sie verursachen Schaden und bieten sich danach. Machen wir auch hier einen Schnitt, um in der Zeit zu bleiben, und machen gerne mit dem nächsten Thema weiter. Wir diskutieren heute nicht an irgendeinem Tag. Es ist der 11. April, der Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager von Buchenwald und Mittelbau Dora. Deswegen die Frage an Sie beide. Welche Bedeutung hat dieser Gedenktag für Sie persönlich, Herr Vogt? Mein Heimatort Zimritz
Das ist ein kleines Dorf in Thüringen, ist ungefähr. Also wieso diskutiert man jetzt über Gedenkkultur an den Nationalsozialismus? Da sind sich doch alle einig, dass man daran gedenken sollte und das ablehnt. Oder sehe ich das falsch? Also ich weiß nicht, was sowas in der Talkshow zu suchen. Also warum man in der Talkshow über ein Thema diskutieren muss, bei dem sich alle einig sind. Naja. Ich würde tatsächlich sagen, ich lasse das Ganze hier weiterlaufen. Wie gesagt, bei dem Thema sind sich sowieso alle einig. Also da erwarte ich jetzt auch keine abweichenden Meinungen zu, weder von Höcke noch von dem CDU-Kandidaten hier. Weiß nicht, warum Springer das hier in die Diskussion bringen will. Keine Ahnung, ob die hier irgendwie einen Skandal draus machen wollen oder keine Ahnung. Also ist natürlich wichtig, daran zu erinnern. Also wie gesagt, da bin ich ja auch der gleichen Meinung wie die beiden wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was das jetzt in der Talkshow zu suchen hat, über etwas zu diskutieren, wo man sich einig ist. Ja, gäbe Wirtschaftspolitik beispielsweise, hätte man noch drüber diskutieren können. Und wo man eh schon die ganze Zeit bei solchen Themen ist, über Außenpolitik hätte man diskutieren können. Also Höcke hat ja vorhin von der multipolaren Welt gesprochen und wie sich Deutschland da positionieren soll. Aber ja, jetzt ein Thema hier reinzunehmen, wo es sowieso keinen Widerspruch geben wird, verstehe ich nicht. Ich nutze die Zeit, würde ich sagen, mal um mir einen Kaffee zu holen. Ja, ihr könnt ja in der Zeit hier weiterschauen. 30 Kilometer Luftlinie von Buchenwald. In der Ferne kann man den Glockenturm von Buchenwald sehen. Ich bin dort als Kind mit dem Schulbus jeden Tag vorbeigefahren. Jeden Tag. Ich bin jetzt am Sonntag auch bei der Gedenkfeier wieder anwesend. Bei einer Gedenkfeier, wo Herr Höcke nicht eingeladen ist und quasi Hausverbot hat. Und ich finde, jemand, der im KZ Buchenwald Hausverbot hat, der darf nicht Thüringer Ministerpräsident werden. Und deswegen ist auch der richtige Tag, heute darüber zu diskutieren. Herr Höcke, auch an Sie die Frage, also welche Stiftung Buchenwald entscheidet darüber, wer in Thüringen Ministerpräsident wird. Sie haben ein Demokratieverständnis. Nee, Kollege Vogt, das entscheidet immer noch der Thüringer Souverän. Warten wir mal ab, was der 1.9. bringt. Dann kommen wir zurück bitte auf die Frage, die ich beide... Wirkt ja fast so, Ihre nachdenkliche Antwort, wirkt ja fast so, als hätten Sie die Frage im Vorfeld... Herr Höcke, ganz kurz die Frage, die ich Ihnen beide gestellt habe. Was bedeutet dieser Gedenktag heute für Sie persönlich? Das ist meine Frage. Genau. Es ist ein wichtiger Erinnerungstag und ich persönlich würde gerne, auch mit meinen Kollegen aus der Landtagsfraktion, diesen Gedenktag auch im ehemaligen KZ Buchenwald begehen. Nur, wir haben seit Jahren Hausverbot. Eine demokratisch gewählte Partei, die mit 23,4% 2019 im Thüringer Landtag gewählt worden ist, wird systematisch vor der Tür gelassen, wird systematisch ausgeschlossen. Und das ist ein unerträglicher Zustand. Und vielleicht, ich denke auch nicht, dass das... Herr Höcke, das hat ja, glaube, da möchte ich einmal dazwischen fragen, das hat ja Gründe, warum Sie da nicht eingeladen sind. Sie haben ja unter anderem von dem Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande gesprochen und eine erinnerungspolitische 180-Grad-Wende gefordert. Halten Sie denn die Gedenkstätte in Buchenwald auch für ein Denkmal der Schande? Also Rudolf Augstein hat ja denselben Ausdruck verwendet. Und ich frage Sie nochmal, weil ich so oft missverstanden worden bin, obwohl ich das jetzt in den letzten 7 Jahren, und die Rede, die Sie jetzt zitieren, ist, glaube ich, schon 7 Jahre her, es war 2017, wenn ich mich recht erinnere. Genau so, 17. Januar. Genau, so. Weil ich so oft schon missverstanden worden bin, obwohl ich das schon so oft erklärt habe, auch Journalisten gegenüber. Der Holocaust war eine Schande. Das stellt niemand in Abrede. Das war ein Zivilisationsbruch. Das stellt niemand in Abrede. Ja. Und die 180-Grad-Wende der Gedenkpolitik, die kann ich Ihnen auch erklären. Es ging mir darum, deutlich zu machen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Deutschland auf einem entgegengesetzten Weg unterwegs ist als die anderen Länder dieser Welt. Ich halte es für bedeutsam, wenn wir als Deutsche eine Zukunft haben wollen, wenn wir uns eine Zukunft erhalten wollen, dass wir eine positive Identität aufbauen. Mit einer negativen Identität kann man die Zukunft nicht gewinnen. Davon bin ich überzeugt und davon ist auch meine Partei überzeugt. Das heißt, wir wollen grundsätzlich die Lichtseiten der deutschen Geschichte in den Mittelpunkt der Erinnerungspolitik rücken. Das heißt aber nicht, dass wir die Schattenseiten, die Schrecken der Nazizeit beispielsweise, hinten runterfallen lassen wollen. Wir müssen auch das in Erinnerung behalten. Wir müssen auch weiterhin daran beständig lernen. Aber nochmal, das Positive muss in den Mittelpunkt gestellt werden.
Ohne einen natürlichen, vitalen Patriotismus, der auf einer gesunden Identität fußt, werden wir als Deutsche keine Zukunft haben. Und das ist das, was ich... Aber warum schließt denn ein lebendiger Patriotismus eine gesunde Gedenkkultur aus? Ich verstehe den Gegensatz nicht. Ich habe doch gerade von einer gesunden Gedenkkultur gesprochen. Ich habe darauf hingewiesen, dass andere Länder eine andere Gedenkkultur haben. Ja, andere Länder haben auch nicht 6 Millionen Juden ermordet. Ja, gut, wir müssen jetzt nicht in eine historische Diskussion. Wir sind hier als Politiker. Deswegen sind wir ja hier. Wir haben vorher gesprochen, dass wir über Erinnerungspolitik sprechen. Das war vereinbart, deswegen sprechen wir auch darüber. Eine vitale Erinnerungskultur, eine vitale Gedenkkultur, die fußt in erster Linie darauf, dass man sich der großen Wohltäter, dass man sich der genialen Menschen des eigenen Volkes, die Menschheit auch im Ganzen vorangebracht haben, erinnert. Das muss im Zentrum der Erinnerung stehen. Das heißt aber nicht, dass das Schlechte, dass das Schlimme, dass das Schreckliche, das wir zu beklagen haben, hinten runterfallen soll. Das muss auch erinnert werden. Aber das Positive muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Und ich denke, anders geht es auch nicht, wenn wir eine gesunde Identität ausprägen wollen. Man hat so das Gefühl, die Deutschen sind mit sich selbst uneins. Sie sind im Unreinen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Deutschen sich wieder mit sich selbst befreunden müssen. Wir müssen uns wieder mit uns selbst befreunden. Wir brauchen wieder dieses positive Gefühl zu uns selbst. Und da brauchen wir eben einen. Herr Vogt, was entdecken Sie in den Worten von Herrn Höcke? Ich bin Thüringer, das ist meine Heimat. So, und wir sind das Land der Dichter und Denker. Bei uns hat Bach die Fuge entwickelt. Das sind alles Dinge, die uns groß gemacht haben. Goethe und Schiller, die deutsche Sprache ist auf der Wartburg durch die Bibelübersetzung von Luther geschehen. Das ist unsere geschichtliche Identität. Da können wir stolz drauf sein. Genauso stolz können wir im Sommer darauf sein, dass hoffentlich die deutsche Nationalmannschaft den Titel nach Hause holt. Und das ist ein Patriotismus, den ich mag. Ich liebe mein Land, aber ich hasse keine anderen. So, und ich finde, wenn Sie nicht im Buchenwald eingeladen sind, dann hat das eben auch Gründe. So, und ich habe mir das Zitat noch mal rausgesucht. Sie haben im Wall Street Journal im März 2017 einen ziemlich bemerkenswerten Satz gesagt. Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. So, und das sind Ihre Worte. So, und da wundern Sie sich, dass Sie an einem Ort, wo 56.000 Leute ermordet worden sind, keinen Zutritt haben? Das zeigt mir doch, dass Sie ein sehr verschrobenes Bild haben. Weil wir Deutschen, wir haben einen modernen Patriotismus. Wir haben ein konservatives Bild von unserem Land. Aber wir haben eine hoffnungsfrohe Idee davon, jeder, der daran mitwirken will, dieses Bild zu zeichnen, der ist uns herzlich willkommen. Aber dieses Angst und Gift verstreuen, das ärgert die Menschen. Und ich glaube, gerade in Thüringen ist das lebhaft, wenn Sie am Wochenende eine Bratwurst essen, ein Bier trinken und da auch das Rennsteiglied singen. Das ist das, was die Leute wollen. Aber die wollen nicht Ihre verquasten geschichtsphilosophischen Ausführungen, die am Ende offensichtlich ins Nirgendwo führen. Herr Höcke, das kann ja nicht unwidersprochen bleiben. Kollege Vogt, ich finde es unterirdisch, wenn Sie mir unterstellen, ich wäre ein Mensch, der hasst. Der Hass als Gefühl ist mir völlig unbekannt. Ich war 15 Jahre Lehrer. Ich war viele Jahre Vertrauenslehrer. Vertrauenslehrer werden Sie nur, wenn Sie ein großes Herz haben, wenn Sie eine große Empathiefähigkeit haben. Ich habe 4 Kinder mit Liebe erzogen, sind prächtige Menschen geworden. Hass liegt mir völlig fern. Es ist unfassbar. Herr Höcke, Empathie also, lieber Chat, ich hatte ja gerade gesagt, ich wollte mir einen Kaffee machen. Das ist jetzt ein Kakao und kein Kaffee geworden tatsächlich. Aber ist irgendwas Schlimmes passiert, als ich weg gewesen bin? Ich meine, es ging ja um Kultur und da wird ja jetzt kein deutscher Politiker ein Kanye West machen, sondern da wird man natürlich sagen, einzig Vernünftige, Zweiter Weltkrieg fand ich nicht gut, Völkermord finde ich auch nicht gut. Also, ja. Nö, Framing, schreibt gerade einer im Chat, interessant. Gar nichts ist passiert, gut, habe ich auch nichts verpasst, sag ich ja, was soll man über ein Thema diskutieren, wo man sich eigentlich einig ist? Stichwort, denn Sie haben ja vorhin den Holocaust als Schande bezeichnet. Das haben Sie vorhin getan. Warum verwenden Sie dann in öffentlichen Reden die SA-Parole, die ich jetzt wörtlich zitiere, alles für Deutschland? Ich habe gerade schon daran erinnert, dass wir in Deutschland Menschen haben, die fordern, Deutschland verrecke. Nie wieder Deutschland, Bomber Harris, do it again. Und die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Das ist in Deutschland nicht strafbar. Wenn aber ein Politiker im Rahmen einer Wahlkampfrede, das war glaube ich 2021 in Sachsen-Anhalt bei den Parteifreunden, das Wahlkampfmotto lautete, alles für unsere Heimat, in einer freien Rede, am Ende seiner freien Rede, letztlich
America First von Donald Trump frei interpretierend und ins Deutsche übertragen, durchdekliniert. Alles für unsere Heimat, das Wahlkampfmotto. Alles für Sachsen-Anhalt, alles für Dürr. Und ich sage jetzt alles für Dürr, weil allein die Nennung des Wortes Deutschland mir wahrscheinlich schon wieder den nächsten Prozess einbringen würde. So weit sind wir mittlerweile gekommen in Deutschland. Nee, so weit sind Sie nicht gekommen. Aber das ist aber geltendes Recht, Herr Recke. Wollen Sie damit nein, sagen, Herr Recke, da muss ich einmal nachhaken. Jeder Bürger draußen weiß, dass das keine NS-Parole ist. Aber Sie wussten, Ludwig II. Von Bayern, nein, ich wusste es nicht. Sie wussten nicht, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Also mit Verlaub. Wussten Sie es nicht? Ich frage Sie. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig II. Von Bayern bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Es ist einer in aller Weltsatz, mit dem man sein Wort... Nein, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höckel. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höckel. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Und kann doch es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer. Es ist ein Allerweltsspruch. Jeder Mensch draußen weiß, dass das ein Allerweltsspruch ist. Ich hatte nachdem angekündigt worden ist, dass mir dafür tatsächlich der Prozess gemacht wurde, habe ich ganz viele Zuschriften gekriegt von Menschen, die wahrscheinlich noch gebildeter und noch klüger sind und intelligenter als ich. Die haben mir reihenweise gesagt, Höcke, Björn, das wusste ich tatsächlich nicht, dass diese Losung, diese Allerweltsfloskel, alles für Dürr, verboten ist. Und nochmal, dieser ganze Aber Sie haben es ja mehrfach gesagt, Herr Höcke, und es ist laut Strafrecht einfach verboten. Es ist verboten. Es ist Paragraph 86a. des Strafgesetzbuches, Herr. Und Sie haben es einmal verwendet und dann in einer weiteren Veranstaltung. Wir könnten es einspielen, wenn Sie wollen. Passen Sie auf, das ist doch ganz entscheidend. Sollen Sie es einspielen? Sie brauchen es nicht einspielen, weil das ganz. Das finde ich jetzt wirklich ein bisschen absurd. Also haben die das jetzt reingebracht, um Höcke jetzt irgendwie in die Nähe des Nationalsozialismus rücken zu können? Das finde ich jetzt wirklich ein bisschen absurd. In den 15 Minuten hätte man über Kinderarmut diskutieren können. Oder über das außenpolitische Konzept der AfD. Oder über irgendein Landesthema in Thüringen von mir aus. Also, es ist ja ein Duell zwischen zwei Leuten, die Ministerpräsident werden wollen. Fall der Unterkomplexes. Ich habe es in einer Wahlkampfrede in diesem Dreiklang, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutsch, so ausgesprochen, weil ich es nicht wusste. Und dann habe ich in einer Rede in Gera diese Absurdität, dass man über Deutschland alles Mögliche Böse und Schäbige und Ehrverletzende sagen kann. Aber wenn man als Patriot in der bedrängten Lage, in der dieses Land ist, fordert, alles für dieses Land zu geben, analog America First, dass man dann dafür vor Gericht steht, dann habe ich nochmal diese Losung, der Abschluss, diese Abschlusskundgebung durchdekliniert, ohne Deutschland zu sagen. Und einige aus dem Publikum sagten dann das Wort Deutschland. So, und das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Sie stellen sich doch über das Gesetz oder versuchen es zumindest. Man hat doch das Recht, sich zu erklären. Gerade wenn man angeklagt wird, gucken Sie bitte in die entsprechenden Gesetze. Nee, hier könnte Höcke doch ganz klar, oder vielleicht sagt er das gleich noch, ich weiß es nicht, und sagen, ich lehne dieses Gesetz ab. Also das wäre ja eine ehrliche Antwort. Man hat das Recht, sich doch auch zu erklären. Selbstverständlich. Es kann doch nicht sein, dass wenn ich wegen irgendetwas angeklagt werde, ich mich nicht in der Öffentlichkeit erklären kann. Und so dadurch schon reduziert bin in meiner Wirkmöglichkeit als Oppositionspolitiker. Und nochmal, das möchte ich an der Stelle auch sagen. Das Strafrecht, das wir im Augenblick haben, wird immer mehr zur Einschränkung der Meinungsfreiheit benutzt. Die Opposition wird allmählich unmöglich gemacht und eine starke Opposition ist der wirksamste Schutz für eine Demokratie. Empfinden Sie sich, Herr Vogt, in der Opposition durch das Recht und Gesetz? Und dadurch hat Höcke hier, Das wird ja häufig als Faschist beschimpft, aber sowas würde ein Faschist niemals sagen, was er gerade gesagt hat. Starke Opposition ist wichtig für eine gute für Demokratie. Also ein Faschist würde sich nie für Demokratie aussprechen. Oder es gibt mit einigen intellektuellen Verrenkungen würde er einem verkaufen wollen, dass eine Führerdiktatur doch eigentlich in Wahrheit die echte Demokratie wäre. Also das würde ein Faschist machen. Nur mal so, um das mal kurz anzumerken. Gesetz, wie wir es hier haben, in irgendeiner Form eingeschränkt? Wir leben in einem Rechtsstaat. Viele Menschen haben den Eindruck, man kann nicht immer alles sagen, was man denkt. Deswegen müssen wir auch für freie Meinungsäußerung kämpfen. Das machen wir unter anderem heute auch hier. Und wenn sich jemand versucht, da als Opfer zu generieren,
Herr Höcke steht doch heute hier und kann seine Positionen erläutern. Also insofern sollte er da mehr Souveränität zeigen. Ein Rechtsstaat bedeutet, dass man eben auch überprüfen kann, wenn man sich zu Unrecht tituliert fühlt, behandelt fühlt, wenn einen der Verfassungsschutz beobachtet, dann ist das wehrhafte Demokratie und man kann dagegen rechtlich vorgehen. CDU muss weg. Der Verfassungsschutz ist ein Repressionsinstrument der Regierung gegen die Opposition. Der Verfassungsschutz ist Teil einer politisierten Verwaltung. Also das hat nichts zu tun. Das ist völliger Schwachsinn. Man kann vielleicht dagegen klagen, wenn man beobachtet wird. Allein die Tatsache, dass ein Verfassungsschutz existiert. Also der Verfassungsschutz ist Teil der Exekutive und nicht der Judikative. Also wie gesagt, entweder die CDU hat keine Ahnung oder er will uns hier die ganze Zeit verarschen. Also, der bringt einen dummen Take nach dem anderen, kaum dass er mal was Substanzielles sagt. Also, wenn er nicht gerade seine allgemeinen Plätze hier bringt. Herr Höcke ist schon mal unterlegen. Im Namen des deutschen Volkes wurde über ihn geurteilt. Und diese Titulierung zeigt doch letztlich, wir sind in einem funktionierenden System. Dass das nicht immer jemandem schmeckt, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt überlegen wir uns mal eines. Wie viele Länder auf dieser Welt gibt es, unter anderem eben auch Russland, wo sich Leute wie Nawalny oder andere gewünscht hätten, sie hätten ein funktionierendes Rechtssystem. Und deswegen kann ich nur eines sagen. Wir sind die Partei des Rechtsstaates. So schlimme Staaten wie Russland, die dann so Oppositionelle monatelang in Untersuchungshaft stecken, aufgrund von an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen. Also man denkt an Michael Ball. Also der Arme wurde von Russland wirklich hart angefasst. Oder warte, war das Russland? Ich glaube, Michael Ballweg kam aus Deutschland, aber bin mir da nicht ganz sicher. Das ist Unrecht und Ordnung. Und desavouieren Sie das nicht, gehen Sie in Ihrem Verfahren, das wird ein deutsches Gericht behandeln und da können Sie Ihre Argumente vortragen. Aber bitte weinen Sie jetzt hier nicht. Julian Assange würde sich sicherlich auch über mehr Rechtsstaatlichkeit freuen. Der Herr Höcke, lassen Sie uns ruhig weitermachen. Uns läuft jetzt in der Tat, ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind. Sie haben sich aber auch schon ausführlich äußern dürfen. Es ist ein wichtiges Thema. 60% der Deutschen sagen, man kann in Deutschland seine Meinung nicht mehr veräußern. Das hat ja nichts mit Meinung. Eine SA-Parole hat nach meiner Auffassung nichts mit Meinung. Alles in Deutschland ist nach meiner Auffassung eine SA-Parole. Diese Journalisten sind hier irgendwie vom Liberalismus geschädigt irgendwie. Also natürlich ist ein Gesetz, was bestimmte Parolen verbietet, eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Darüber diskutieren, wie legitim das ist, SA-Parolen zu verbieten. Wie gesagt, Debatte will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber da zu leugnen, dass das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit wäre, kann man sowas machen? Also das kann man nur machen, wenn man nicht von der Wand bis zur Tapete denken kann. Und eine Zentrumsparole. Das kommt auf den Kontext angerüstet und das muss nächste Woche zeigen. Nicht da war. 60% der Deutschen sagen, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht mehr gegeben ist. Ohne Meinungsfreiheit ist Demokratie nichts. Aber Herr Höcke, Sie stehen in einem Fernsehstudio und können Ihre Meinung äußern. Ohne Meinungsfreiheit kann Demokratie nicht gedacht werden. Aber Sie stehen in einem Studio und können Ihre Meinung äußern gerade, Herr Höcke. Ja. Diese Journalistendarsteller, muss man bei einem Intelligenztest durchfallen, um bei Springer anfangen zu dürfen? Also ernst gemeint, die zwei haben offenbar klare politische Anweisungen oder eine klare politische Agenda, die sie hier verfolgen, aber nicht die nötige Konsequenz, nicht die nötige Auffassungsgabe, um das hier in der Sendung durchzusetzen. Also die beiden blamieren sich hier komplett. Sie fallen mir nur noch ständig ins Wort und ich habe auch nur wenig Zeit. Darf ich kurz mal referieren? Glücklicherweise, machen wir hier einen Punkt, glücklicherweise leben wir in einem Rechtsstaat. Sie stehen nächste Woche in Halle vor Gericht und es ist dann an einem deutschen Richter zu entscheiden, was aus dieser Äußerung wird und ob es bestraft wird oder nicht. Wir schauen auf den nächsten Punkt und da geht es ganz kurz noch, weil wir wollen es einfach auch mal angesprochen haben, Antisemitismus. Seit dem 7.10., das ist dieser furchtbare Überfall der Terroristen der Hamas auf die Kibbuzim entlang des Gazastreifens gewesen. Nur noch mal als Kontext für die Menschen, die das vielleicht nicht so parat haben, das Datum 7.10. zeigt sich weltweit, aber auch hier ausgerechnet bei uns in Deutschland auf den Straßen, ein unfassbarer Antisemitismus. Da sind Dämme buchstäblich gebrochen so ein bisschen. Was müssen wir dem gerade eben auch vor der ja schon häufig jetzt erwähnten deutschen Geschichte entgegensetzen, Herr Vogt? Ja, zuerst einmal müssen diejenigen, die antisemitisch unterwegs sind und die solche Flaggen zeigen, die Israel soll sterben,
Die müssen einfach, wenn sie in, sag mal, hier keinen Bleibestaat oder wenn sie kein Aufenthaltsrecht oder sollten kein Aufenthaltsrecht mehr hier haben. Das ist, glaube ich, Punkt Nummer eins. Also ich finde. Ja, was ist mit Leuten, die das Existenzrecht Palästinas ablehnen? Mit Leuten wie Julia Klöckner, die Karten von Groß-Israel posten, wo der Gazastreifen, das Westjordanland, die Golan Teil Israels eingezeichnet sind. Was ist mit solchen Leuten? Sollen wir denen auch ihren Aufenthaltsstatus entziehen? Also, nur eine Frage an die CDU. Was ist mit solchen Leuten? Dieser Antisemitismus, der ist unerträglich. Ich bin selber Gründungsmitglied im Thüringer Landtag des Freundeskreises Israel. Mir ist das ein wichtiges Anliegen. Und genau aus diesem. Ist das ein wichtiges Anliegen, Vasallenstaaten der USA bedingungslos zu unterstützen, da ich amerikanische Interessen vertrete? Ja, wissen wir, danke. Und sage ich Ihnen aber auch. Also ehrlich, das sagt dazu nichts mehr. Auch, dass wir klarstellen müssen, dass das Selbstverteidigungsrecht des Staates Israel auch deutsche Staatsräson ist. Das ist Kernbestandteil dessen, was unsere Überzeugung ist. Ich bin Christ. So, und der jüdische Glaube, der christliche Glaube sind eng miteinander verbunden. Und deswegen müssen wir alles tun. Deutschland. Das Selbstverteidigungsrecht Israels lehnt niemand ab. Auch das Existenzrecht Israels lehnt niemand ab. Es geht darum, wenn Israel andere Staaten angreift. Es geht um die israelische Besatzungspolitik. Es geht um den israelischen Einmarsch in den Gazastreifen. Es geht um die andauernden, eindeutig völkerrechtswidrigen israelischen Angriffe auf syrisches, auf libanesisches Territorium. Es geht um die völkerrechtswidrige Besetzung syrischen Territoriums, konkret der Golanhöhen. Also darum geht es, das ist, was kritisiert wird. Also diese Scheindebatte, die verstehe ich nicht. Hat ein waches Auge darauf zu halten. Wir müssen mit der vollen Härte vorgehen. Und deswegen ist mir dieses Thema illegale Einwanderung auch so wichtig, dass wir dort eine Null-Toleranz-Strategie fahren. Das ist ein ganz zentrales Problem. Und das Zweite ist, dass es natürlich auch darum geht, Aufklärung darüber. Das wichtigste Problem bei Migration ist, dass die Migranten eventuell eine nicht pro-westliche Einstellung vertreten. Dann müssen wir sie nämlich abschieben. Also ja, ihr habt wirklich. So ein Kasper. Aber zu betreiben, wie geschichtlich wir verwoben sind. Mit dem nötigen Reflexionsfähigkeit, aber immer mit der Offenheit, dass wir als Deutsche auf Israel aufpassen. Herr Höcke, Sie haben jetzt viel genickt. Ihre Replik. Ja, weil ich grundsätzlich die Position, was den Kampf gegen Antisemitismus teile, durchaus bei Kollegen Vogt bin. Aber auch da müssen wir da fragen, wo sind die Ursachen für den Antisemitismus in Deutschland? Ich sehe keinen Antisemitismus ausgeprägten Maßes bei der ursprünglichen deutschen Bevölkerung. Auch wieder ein Problem, dass wir uns mit Migration ins Land geholt haben. Die millionenfache Einwanderung aus dem islamischen Kontext. Also das finde ich doch jetzt wirklich albern. Also der Antisemitismus, dieser rassistisch begründete Antisemitismus, der war historisch bedingt immer ein europäisches Phänomen. Also und auch der begründete Antisemitismus. Also wo wir jetzt immer über islamistische Organisationen reden. Also das Problem ist doch, dass in unserem Land jede legitime Kritik an der israelischen Regierungspolitik als Antisemitismus diffamiert wird und dass die AfD hier ins gleiche Horn stößt, das finde ich doch sehr bedenklich. Jetzt müssen die BS-Wähler stehen, damit man hier eine dritte Position hätte. Regierung Deutschlands und Europas. Aber wie meinst du, dass Sie sehen das nicht? Aber eine kurze Zwischenfrage. Gibt es keine deutschen Neonazis in Deutschland? Es gibt auch deutsche Neonazis, es gibt auch deutschen Antisemitismus. Aber der ist klein im Verhältnis zu dem, was leider die Menschen nach Deutschland gebracht haben. Und gucken Sie nach Frankreich. Mittlerweile fliehen Juden aus Frankreich, weil der Antisemitismus dort so groß geworden ist. Nicht durch die autochthonen Franzosen, sondern durch die zugewanderten Menschen islamischen Glaubens, dass sie ihre Heimat verlassen und nach Israel gehen. Das sind schlimme Befunde und da müssen wir mit aller Härte dagegen gehen. Wie genau? Reißt die Maus keinen Faden ab, indem wir vor allen Dingen die Einwanderung erstmal aus dem islamischen Kulturkreis beenden. Wir dürfen nicht. Also das finde ich jetzt wirklich geschmacklos. Also ist Migranten aus islamischen Ländern pauschal zu Antisemiten zu erklären. Also das ist nie reicht, dass Ausländer dreifach in der Kriminalstatistik überrepräsentiert sind oder dass es gar keine Gründe für zusätzliche Wirtschaftsmigration gibt, dass eher sogar sehr viele negative Auswirkungen auf unser Land hat. Dann muss man noch also mit solchen geschmacklosen Anwürfen kommen. Also das finde ich nicht gut. Also wie gesagt, man kann Migration ablehnen, aber das ist in dieser Pauschalität, wie Höcke das hier formuliert, das geht deutlich zu weit. Zumal man das auch gegen jeden Deutschen richten könnte und das passiert dann ja auch in der Realität oder gegen jüdische Israelis. Also die jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost, das ist, wie der Name schon sagt, eine
ja, Organisation aus der jüdischen Friedensbewegung, die sich für eine Vermittlung zwischen Palästinensern und Israelis einsetzt, denen wurde ihr Konto gekündigt. Also es gibt mittlerweile eine Cancel Culture, die auch linke Juden aus Israel betrifft. Also das sollte man vielleicht auch mal ansprechen. Muslimischen Glaubens in Deutschland grundsätzlich, es mag Einzelfälle geben, aber grundsätzlich aufnehmen. Ich halte das für eine große Gefahr auch für den Bestand unseres demokratischen Rechtsstaates. Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Sie stellen Millionen Muslime unter Generalverdacht, Herr Höcke. Das wusste ich, dass das kommt. Ja, klar. Anders lassen sich solche Aussagen hier nicht interpretieren, die Höcke gerade getätigt hat. Nochmal. Ich bin kein Feind des Islams. Ich bin überhaupt gar keinermanns Feind. Der Islam ist eine alte Religion. Der Islam hat einen Kulturraum, wo er sich auch entfalten kann. Und da möchte ich ihm auch nicht reinreden. Aber dieser Kulturraum kann nicht Europa sein. Und ich kenne kein Land in der Welt mit einer islamischen Mehrheitsgesellschaft, wo es demokratische Rechtsstaatlichkeit nach europäischem Standard gibt. Deswegen möchte ich nicht mehr islamische Zuwanderung haben. Und das stellt auch nicht... Oh, das ist doch jetzt sehr pauschal. Aber egal, braucht man jetzt nicht drauf eingehen. Dass es prima Menschen islamischen Glaubens gibt, die voll integriert sind, die voll auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Aber die Masse und einfach die Gefährlichkeit dieser unkontrollierten Einwanderung, der müssen wir entschieden begegnen. Sonst kippt dieses Land und kippt auch unser demokratischer Rechtsstaat. Einmal der Hinweis, Herr Höcke, weil Sie sich vorhin etwas benachteiligt fühlen, was die Redeanteile angeht. Wir haben mal auf die Uhr geguckt. Sie haben deutlich mehr geredet bisher als Herr Vogt. Das nur so als kleiner Zwischenstand. Es kommt aber immer anders vor selber. Kommen wir zum nächsten Thema. In der Tat, wir wollen schauen natürlich auch noch auf ein weiteres Thema, was, glaube ich, in den östlichen Bundesländern ein bisschen anders gesehen wird in weiten Teilen als in den westlichen. Der Konflikt Russland-Ukraine, der Angriffskrieg der Russische auf die Ukraine. Und da haben wir gerade noch das richtige Frame gefunden. Durchaus ja interessant ist und für viele auch nicht nachvollziehbar, so ein bisschen ist diese, ich will es gar nicht Russland-Freundlichkeit nennen, aber doch ein größeres Verständnis für offenbar das Agieren Russlands, für das Agieren Putins, als ich das eher im Westen wahrnehme. Ich war jetzt auch gerade 3 Wochen in Thüringen unterwegs. Ich kann mir da schon so ein bisschen auch... Hat Ihnen gefallen? Mein Vater lebt dort. Ich bin da sehr häufig. Insofern, wir sind ja fast unter uns. Ich kann da nicht mithalten. Ich bin Sauerländer. Ich nehme dich mit beim nächsten Mal. Mich würde einfach interessieren, wie Ihre Haltung da im Moment zu ist. Haben Sie auch ähnlich das Gefühl, dass man mehr auf Russland zugehen müsste in diesen Tagen, in diesen Wochen? Wo stehen Sie da? An dem Haus meiner Großeltern ging die Panzerstraße vorbei. Die Russen zu DDR-Zeiten haben die Panzer immer von ihren unterschiedlichen Garnisonen von A nach B gefahren. Und das ging unmittelbar vorbei. Sind sie mit ihren T-54 da lang gefahren. Manchmal ist die Kette gebrochen und da habe ich da einen Eimer Wasser hingebracht, weil die total durstig waren. Das waren wirklich arme, junge Soldaten. Die waren wirklich arm dran mit ihren Filzstiefeln, mit ihrer Wattejacke. Und wenn ich heute die Bilder sehe, und gerade heute aktuell hier der Angriff in Kharkiv, wenn ich die Bilder in der Ukraine sehe, wenn ich sie in Russland sehe, dann denke ich genau an diese Leute. Weil egal, ob die jetzt auf der russischen, auf der ukrainischen Seite stehen, die sind beide geiselhaft eines irren Aggressors, Putins. Und diese Reibung... Da haben wir den Bösen markiert. Die spüren viele Leute in den neuen Bundesländern im Osten, in Thüringen. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, dass man das im Blick hat. Aber das heißt natürlich auch, dass man Farbe bekennt. Farbe bekennen heißt, dass natürlich die Ukraine sich verteidigen muss. Weil das ist das Entscheidende. Sie ist Teil unseres europäischen Kulturraums. Es gibt den Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Der Spruch geht aber noch weiter. Dann kommt der Krieg zu dir. Und genau deswegen werbe ich für diplomatischen Druck, um Frieden zu erreichen. Aber ich werbe eben auch dafür, dass wir die Konsequenzen sehen. Wenn Putin in der Ukraine gewinnt, dann wird er genau das machen, was er in Russland jetzt eh schon macht. Gräueltaten, Leute umbringen, tausende Tote, Millionen. Das, was die ukrainische Regierung gerade ohnehin schon tut. Also Oppositionelle umbringen, sie jahrzehntelang ins Gefängnis sperren oder sie ins Gefängnis sperren und dann da sterben lassen. Putin, der ist, was Meinungsunterdrückung angeht, fast so schlimm wie die ukrainische Regierung. Da hat Vogt absolut recht. Flüchtlinge. Es gibt Schätzungen, dass ungefähr 10 Millionen Ukrainer dann fliehen werden. 4 Millionen wahrscheinlich dann auf Deutschland. Die Frage ist nur, wohin?
Es kann auch sein, also wenn die Kämpfe sich ausweiten, dass dann mehr Ukrainer nach Russland flüchten. Denn Russland ist aktuell das Land, das die meisten Ukrainer hat, tatsächlich. Es wird in unseren Medien auch nicht so gerne erzählt. Nach Deutschland? Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir besonnen für dauerhaften Frieden uns einsetzen und die Ukraine verteidigungsfähig halten. Sie haben gerade gesagt, die Ukraine muss verteidigungsfähig bleiben. Präsident Zelensky hat vorgestern hier bei Welt TV im Interview mit meinem Kollegen Paul Ronsheimer dem Westen vorgeworfen, die Waffen zu verweigern, die sein Land zum Überleben ganz dringend braucht. Deswegen die Frage an Sie beide nochmal. Sollte Deutschland mehr oder weniger Waffen an die Ukraine liefern? Herr Höcke. Die Bilder, die uns erreichen von der Front, sind unerträglich. Hunderttausende junge Männer, Russen und Ukrainer, sind in den letzten 2 Jahren dort verblutet. Junge Männer, die keine Familien gründen konnten, die kein Leben weitergeben konnten. Das macht mich sprachlos und fassungslos. Und meine Großeltern haben mir noch erzählt, was Krieg ist. Und deswegen sage ich, dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und zwar um jeden Preis. Wir brauchen einen Waffenstillstand an der... Ich hatte nur nach Waffenlieferungen gefragt. Sollte Deutschland mehr oder weniger Waffen an die Ukraine? Ich bin der Überzeugung, dass wir auch mit der Kriegsrhetorik der CDU nicht wirklich weiterkommen. Die Äußerungen von Herrn Kiesewetter sind unerträglich. Wir brauchen keine Eskalation in diesem Krieg, sondern wir brauchen jetzt Deutschland als Friedensmacht. Deutschland muss seine Brückenfunktion zwischen Ost und West ausspielen, muss zu Friedensgesprächen einladen. Das heißt, keine Waffen. Wer Waffen liefert, der will keinen Frieden, der will den Krieg. Herr Höcke? Deswegen müssen wir aufhören mit dem Schlachten und müssen jetzt in Gespräche gehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in diese Gespräche gehen könnten, dass diese Gespräche anberaumt werden könnten. Wir hatten ja schon Gespräche kurz nach Ausbruch des Krieges in Istanbul. Das ist Ihnen sicherlich bekannt. Die Friedensverhandlungen waren damals schon relativ weit gediehen, sind dann abgebrochen worden. Ich will jetzt nicht spekulieren, warum, weshalb und wieso. Leider sind in der Zwischenzeit... Weil der Westen Druck auf die Ukraine gemacht hat. Das ist mittlerweile schon ziemlich gut belegt. Das kann man in der Talkshow auch gerne bringen, auch wenn der Weltfaktencheck dann hinterher sagt, nein, wir haben hier diesen einen Journalisten, der... Der Westen hat Druck darauf gemacht. Das hat mittlerweile sogar der ukrainische Chefunterhändler bestätigt. Und die USA haben schon gesagt, warum sie das machen wollen. Sie wollen in diesem Krieg möglichst viele Ukrainer verheizen, um Russland zu schwächen. Da sterben nämlich keine NATO-Soldaten, da sterben ja schließlich nur Ukrainer. Von denen, die können ja ruhig sterben. Das Land wird nach Kriegsende wahrscheinlich sowieso neutral werden. Also ja, warum soll man da irgendwie sparsam mit Soldaten umgehen, die man eh nicht in die NATO reinholen kann? Also am besten jetzt alle verheizen, damit man Russland maximal geschwächt hat. Das ist die amerikanische Argumentation. Und Höcke hat ja mit seiner Position 100% recht. Also das würde ich komplett unterschreiben. Vogt ist einer dieser irren Kriegstreiber aus der CDU. Das ist gemeingefährlich, diese Position. Und ja, die AfD ist hier wirklich vernünftig im Gegensatz zu dem, was Vogt hier gesagt hat. Wieder viele hunderttausend junge Männer gestorben. Das Schlachten muss sofort ein Ende haben. Herr Höcke, Sie haben selber gesagt, Sie waren Vertrauenslehrer. Vertrauen ist also eine wichtige Sache. Absolut. Wo sollen die Ukrainer das Vertrauen hernehmen? Gesetzt den Fall, Zelensky erklärt sich bereit, ich setze mich mit Putin nochmal an einen Tisch, was er nicht machen wird, glaube ich. Aber er setzt sich mit ihnen an einen Tisch. Nach all dem, was passiert ist, nach all dem, was die Russen dem ukrainischen Volk angetan haben, wo soll das Vertrauen von ukrainischer Seite herkommen, zu glauben, dass Putin, selbst wenn er ein Dokument unterschreibt, sich daran hält? Ich kenne Wladimir Putin nicht persönlich. Ich kann also keine Einschätzung geben. Ist das ein Mann, der... Aber wir erleben ihn ja seit... Ja, das, über 20 also Jahren. Mit Verlaub, das Schwarz-Weiß-Malen dieses Konfliktes in den deutschen Medien ist auch nicht unbedingt dazu angetan, diesen Mann zu erhellen, für mich jedenfalls zu erhellen. Ich denke aber, dass Wladimir Putin die Kräfteverhältnisse zwischen der Russischen Föderation und der NATO sehr gut einschätzen kann. Russland ist weit unterlegen, sowohl was die Menschen angeht, was die Waffentechnologie angeht, auch was den Militär, was das Militärbudget angeht. Die NATO hat über 1 Billion Euro Wehretat. Die Russen sind, glaube ich, bei 85 Milliarden. Das heißt, Putin weiß auch, außerdem hat er den Druck der Chinesen aus dem Osten, er hat den Druck des Islam aus dem Süden. Russland ist auch ein bedrängtes Land und ich glaube, Russland will Frieden. Und ich glaube, dass Putin trotz dem, was man über ihn ausführt, ein rationaler Mann ist, der auch erkennt, wann es genug ist und wann Frieden geschlossen werden muss. Ich glaube, wenn man mit entsprechenden Persönlichkeiten dort aufschlagen würde und Friedensgespräche beginnen würde, dann könnte man was erreichen. Man sollte es zumindest versuchen. Wir müssen es versuchen und zwar so schnell wie möglich. Herr Vogt, die 3/4 der Bevölkerung in Thüringen seien gegen weitere Waffenlieferungen, haben Sie gesagt. Denn, so wörtlich, ich zitiere Sie da, der Großteil der Leute hat keinen Bock mehr, der verlängerte Arm der Amerikaner zu sein. Geben Sie den Leuten recht, die sowas sagen? Wie gesagt, nochmal zu Höcke gerade, 100%
auch die Einschätzung Russlands, die teilt vollkommen. Russland war schon 2022 bereit, Frieden zu schließen, zu wesentlich besseren Bedingungen für die Ukraine. Also die Ukraine, die hätte einige hunderttausend weniger Verstümmelte und Tote, die hätte eine viel, viel weniger zerstörte Infrastruktur, die hätte, vielleicht wäre der Außenhandel mit Russland schon wieder in Gang gekommen. Also der Ukraine würde es in allem Belang besser gehen, wenn sie auf die russischen Angebote 2022 eingegangen wäre. Ich will Thüringer Ministerpräsident werden und die Mehrheit der Thüringer denkt so. Und das respektiere ich, das ist wichtig. Ich habe ihm meine Position heute hier geschildert. Ich glaube, dass wir in dem Konflikt das Gleiche erleben, was wir 2015 schon erlebt haben. Sie können vieles verantwortlich machen. Die CDU hat auch nicht immer alles richtig gemacht. Es sind auch Fehler gemacht worden. Aber 2015, diese Asylsituation, die ist doch durch Putin geschaffen worden, weil er an der Seite von Assad Giftwaffen eingesetzt hat. Das ist die Situation. Und dasselbe macht er jetzt auch. Assad Giftwaffen eingesetzt hat. Das Gott, ist also bitte belegen. Also einige Giftwaffeneinsätze tatsächlich schon Nachweis, dass die nicht von Assad kamen, sondern beispielsweise von Al-Nusra Front. Aber also mir ist kein Beleg bekannt dafür, dass Assad Giftgas eingesetzt hat. Bitte belegen an der Stelle. Ich bin auf den Faktencheck sehr, sehr gespannt. Und das andere, das ist natürlich auch eine absurde Verdrehung der Tatsachen. Also in Syrien, da hat der Westen islamistische Terrorgruppen wie Al-Nusra Front, wie den Islamischen Staat hochgerüstet, um Assad zu stürzen. Und Assad hat sich dann dagegen verteidigt. Also es ist ein westlicher Regime-Change-Versuch, der gescheitert ist und der 10 Millionen Flüchtlinge produziert hat. Und diese Flüchtlinge davon haben 2 Millionen dann schließlich den Weg nach Europa gefunden. Boah, herrlich, wie kann man so dumm Feinden? Ja, baut darauf, dass sich die meisten Menschen null mit dem Syrienkrieg beschäftigt haben. Das ist die einzige Erklärung für das, was er uns hier erzählt. Also wirklich, da kann man sich nur in den Kopf fassen. Also, und von den Springer-Journalisten, die ja, also Springer gehört, also der größte Aktionär bei Springer ist ja ein amerikanischer Hedgefonds, der auch noch in Rüstungsfirmen investiert. Der zweitgrößte Aktionär oder zweitwichtigste Aktionär ist Matthias Döpfner, der von zahlreichen transatlantischen Lobbyorganisationen gibt. Wetten die Springer-Journalisten, werden diese wirklich komplett faktenbefreite Falschaussage hier nicht korrigieren? Wie geht der Wette? Situation. Und dasselbe macht er jetzt auch. Warum hat denn Finnland die Grenze zugemacht? Weil er versucht hat, Flüchtlinge dort lang zu schicken. Und dieselbe Situation überrennt uns gerade. Und wir sind doch in einem Systemkonflikt. Autoritäre Regime, China, Russland gegen die demokratische Welt. So, und jetzt, wenn man sich das Europawahlprogramm... Ja, gegen die demokratische Welt. Sprich, gegen so eine Länder wie die Ukraine, die Oppositionelle umbringt, Journalisten einsperrt und ist standardmäßig Oppositionelle für 15 Jahre ins Gefängnis sperrt und die faschistische Milizen durch die Straßen ziehen lässt, damit sie Oppositionelle verprügeln und bedrohen können. Also solche freiheitlich-demokratischen Länder oder so eine freiheitliche Demokratie wie Moldawien, die kurz vor den Wahlen mal eben tausende Namen von den Wahllisten streichen lässt, damit die Opposition nicht gewinnt und das neoliberale Marionettenregime von Majas Rada weiter an der Macht bleiben kann. Also solche solche vorbildlichen Demokratien, die stehen dagegen solche bösen Diktaturen wie Brasilien, wo es demokratische Wahlen gibt, wo ja eigentlich eine Demokratie nach westlichem Vorbild herrscht. Ja, das ist eine böse Diktatur auf jeden Fall. Also kannst du dir einen Kopf fassen, wenn du solchen Leuten hier zuhörst? Also wirklich. Es ist unfassbar. Und solche Kasper sind hier in politischer Verantwortung. Also das geht nur, wenn im Mediensystem, wenn Politsystem wirklich alles schiefgelaufen ist. Also vor allem im Mediensystem. Also jeder Journalist, der ein bisschen Ahnung hätte, der würde jetzt durch eine Nachfrage könnte er alles ins Wanken bringen. Was? Wie gesagt, haben Sie Beweise für die Giftgaswaffeneinsätze für Assad, von Assad? Dann würde er sofort anfangen rumzustammeln. Oder was sagen Sie zu westlichen, also zu Syrienkrieg? Da könnte man so viele Fragen stellen. Aber ja, es ist unfassbar. Programm der AfD anschaut. Was wollen die? Die wollen raus aus der NATO, das Sicherheitsbündnis, das uns 70 Jahre mit beschützt hat. Und auf der anderen Seite ist da der Vorschlag, wir wollen mit so eine beschützt ohne NATO hätten wir in den 50er Jahren schon die Wiedervereinigung gehabt. Also wirklich diese alternative Geschichtsschreibung, die lässt einen verzweifeln. Ohne NATO hätten wir in den 70er Jahren schon wiedervereinigtes Deutschland gehabt. Es gab von der Sowjetunion Verhandlungsangebote, Deutschland wieder zu vereinigen, die DDR wieder zu liquidieren und ein kapitalistisches, aber neutrales Deutschland herzustellen. Die westdeutsche Regierung hat das abgelehnt, weil sie lieber in der NATO bleiben wollte.
Shanghai-Organisation, wer ist denn da drin? China, Russland, der Iran und Pakistan. Also wenn das unsere neuen Verbündeten sind, dann glaube ich, ist die Position von Deutschland viel, viel schwächer. Und genau aus dem Grund ist es wichtig, was ich auch gesagt habe, Ukraine in der Verteidigungsfähigkeit stärken, gleichzeitig den Druck erhöhen, weil so wie Sie sagen, Frau Ohm, derjenige, der belogen wird, dem vertraut man nicht mehr. Und es sind so viele nach Moskau gereist. Putin hat ihnen alles Mögliche erzählt. Im Bundestag haben AfD-Abgeordnete geredet, es gibt keinen Krieg. 3 Tage später gab es Krieg. Das ist doch die Situation. Und deswegen braucht es einen gemeinsamen Druck. Die Türkei, die das Getreideabkommen schon mit der Ukraine verhandelt hat, und Russland, Indien, die wirklich die kommende Wirtschaftsmacht in Asien sind, China und natürlich auch USA. Und es braucht eine gemeinsame europäische Anstrengung. Ich würde mir wünschen, dass unsere Bundesregierung genau das macht, was Deutschland immer stark gemacht hat. Wir sind eine diplomatische Kraft. Das Minsker Abkommen ist unter anderem deswegen entstanden, weil Deutschland agiert hat. Und das Minsker Abkommen war ein Versuch, Russland über den Tisch zu ziehen. Also alleine deswegen würde niemand Deutschland als diplomatische Kraft akzeptieren, weil Deutschland gezeigt hat, dass es eben nicht satisfaktionsfähig ist, dass man mit so einem Land wie Deutschland am besten gar nicht reden sollte. Minsker Abkommen, da haben sowohl Poroschenko als auch Merkel als auch Hollande mittlerweile bestätigt, dass dieses Abkommen nie dazu gedacht war, einen dauerhaften Frieden mit Russland zu schließen, sondern dass dieses Abkommen Zeit kaufen sollte, um die Ukraine für einen weiteren Krieg gegen Russland hochzurüsten. Also dieses Abkommen sollte nur dazu dienen, die Ukraine zu einem westlichen Bollwerk gegen Russland für einen Krieg, den man sowieso für unvermeidlich hielt, hochzurüsten. Also das ist dann über die CIA passiert, das ist dann über Querverbindungen zwischen den Sicherheitsapparaten passiert, das ist dann über gemeinsame, über Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Ukraine passiert und das ist über Economy passiert, ehemals Blackwater, die mit Milliardengeldern in der Ukraine hochgerüstet wurden. Ich wünsche mir diesen Plan auch von unserer Bundesregierung jetzt. Und das Minsker Abkommen ist deswegen gescheitert, weil auch Frau Merkel zugegeben hat, dass dieses Abkommen gar nicht ernst gemeint war. Der Werte Westen ist nicht immer so uneigennützig, wie Sie das gerade darstellen, sehr geehrter Kollege. Es war Egon Bahr, der bekannte SPD-Politiker, einer der letzten SPD-Politiker mit Staatsmann-Qualitäten. Der hat mal vor einer Schulklasse 2013, ich glaube, das war im Hessischen, ausgeführt. Ich zitiere jetzt nicht, sondern gibt das nur dem Tenor nach wieder. Glauben Sie nichts von dem, was in Ihren Büchern steht und was Ihre Lehrer Ihnen bezüglich Kriegen sagen. Kriege werden niemals für Demokratie und Menschenrechte geführt. Kriege werden immer aus Macht- und Geldinteressen geführt. Das hat Egon Bahr gesagt, ist nicht von mir. Ja, aber in diesem Sinn, darin sind wir uns doch wenigstens einig, oder? Herr Vogt, dieser Krieg hat 3 Ebenen. Natürlich ist die erste Ebene die, die tagtäglich in den Medien auch kommentiert wird, die politische Ebene, die wir alle erkennen können. Das ist der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Auf der 2. Ebene, und Sie haben sich sicherlich auch mit Geostrategie beschäftigt, ist dieser Krieg deswegen stehen Sie heute in Berlin. Herr Höcke, wir müssen da leider nicht. Diese 3 Ebenen noch uns läuft die Zeit in einem Maße weg. Ist das ein Stellvertreter? Ihre Redeanteile sind auch deutlich vor denen von Herrn Vogt. Das ist völlig egal. Vogt hat nichts zu sagen, also soll er nicht weiterreden. Das ist doch relativ einfach. Das ist unglaublich. Also Höcke versucht die geostrategischen Hintergründe des Ukraine einzuordnen und diese transatlantischen Journalistendarsteller hier würgen ihn einfach ab. Also das fasst diese ganze Talkshow mehr oder weniger gut zusammen. Ich mir fast gar nicht vorstellen. Ist es so, ich kann es Ihnen ganz genau sagen. 32 Minuten. Wir brauchen Frieden mit Russland, wir brauchen Kooperation mit Russland und wir brauchen keinen Hass zwischen Deutschen und Russen. So, wir brauchen vor allem jetzt das nächste Thema, Herr Höcke. Sie wollen doch auch über Thüringen sprechen, oder nicht? Ja, natürlich. Wunderbar, perfekt. Dann sind wir jetzt nämlich auch bei Thüringen angelangt. Sie beide würden gerne Ministerpräsident werden. Wenn wir auf die Umfragen schauen. Was gerade auch im Chat angemerkt wurde, die AfD ist übrigens nicht für einen NATO-Austritt. Also es ist zu erwarten, dass die AfD in der Regierung außenpolitisch gar nicht viel anders machen wird. Jetzige Regierung. Also es sind da auch einige wirklich stramm transatlantische Lobbyisten wie Rüdiger Lukassen in der AfD, die sich vor allem für die Interessen der Rüstungslobby einsetzen und dies natürlich eine Aufrüstung gegen Russland interessiert. Also da sollte man sich jetzt keine Illusionen machen. Die AfD ist definitiv keine Friedenspartei. Die ist definitiv nicht so transatlantisch wie die Altparteien, aber die ist da zumindest schwankend. Und eine AfD-CDU-Koalition, die wird keine Politik gegen amerikanische Interessen machen. Die wird auch die Deindustrialisierung unseres Landes nicht stoppen, im Zweifel. Also die wird weitergehen. Im Augenblick, Regierungsbildung wird wieder ein schweres Los in den Tagen nach der Wahl werden.
Wie genau wollen Sie, und damit geht die Frage an Sie beide, die Mehrheiten beschaffen, die Sie brauchen werden? Weil eine absolute wird keiner von Ihnen erreichen, so wie es im Moment aussieht. Herr Vogt, bitte. Also ich glaube, dass Menschen keine Koalition wählen, sondern sie wählen. Sind Sie sicher? Nein, Menschen wählen Personen, denen sie vertrauen, dass sie die Probleme angehen, die sie wirklich täglich stören. Ich habe das vorhin schon. Wer so wählt, dem ist nicht mehr zu helfen. Also zu sagen, ach, den finde ich sympathisch, der macht ein freundliches Gesicht. Haben bestimmt viele Jahre lang Merkel gewählt. Also wer so wählt, der hat unser System nicht verstanden und der wählt sehr wahrscheinlich gegen seine eigenen Interessen. Also ja, Vogt bringt ja seine gesamte Geisteshaltung auf den Punkt. Er geht wirklich davon aus, dass die Leute zu blöd sind, unser politisches System zu verstehen und dass sie zu blöd sind, größere Zusammenhänge zu verstehen. Gesagt, dass wir wieder die Frage von Fleiß muss sich lohnen, dass das Leben wieder einfacher wird, nicht so kompliziert, dass es um die Frage von Recht und Ordnung geht. Das ist das, was Menschen in Thüringen wollen. Mit wem wollen Sie das umsetzen? Ja, ich will Ministerpräsident aller Thüringer sein. Und wir haben momentan in Thüringen jede Woche eine Parteigründung. Jede Woche. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, welche davon am Ende im Thüringer Landtag sitzen. Aber was ich Ihnen sicher sagen kann, ist, mit diesen völkischen Bildern, mit diesen völkischen Ideen von Herrn Höcke werde ich nicht zusammenarbeiten. Und das Zweite, es darf auch kein Weiter-so geben. 10 Jahre Rot-Rot-Grüner Thüringen zurückfallen lassen. Und deswegen muss die linke Regierung abgewählt werden. Und dafür setze ich mich ein. Und ich sage Ihnen ein. Ja, keine Zusammenarbeit mit der AfD, keine Zusammenarbeit mit der Linken, wahrscheinlich auch keine Zusammenarbeit mit BSW. Würde ich als BSW auch ablehnen mit, also ihr habt gehört, was das hier für eine Knalltüte. Den sollte man weit weg von politischer Verantwortung halten. Also die gesamte CDU, die darf in Thüringen nicht wieder an die Macht kommen. Also ja, das bedeutet Unregierbarkeit. Was bedeutet Unregierbarkeit? Ich halte es für BSW, das kann ich an der Stelle auch mal sagen, sowieso für schlauer, wenn es sich nicht an Regierungen beteiligt, sondern maximal Minderheitsregierung toleriert. Also das ist das Maximum dessen, was ich befürworten würde. Und dann sollte man eine Äquidistanz zu den Altparteien und zur AfD suchen. Also man sollte sowohl mit Höcke sprechen, als auch mit Ramelow, als auch mit diesem Vogt. Da, wie gesagt, maximal Tolerierung einer Minderheitsregierung. Und nie, eine gemeinsame Koalition, damit man das Ganze auch schnellstmöglich auflösen kann und Neuwahlen erzwingen kann, wenn der wenn der Ministerpräsident irgendeinen Unsinn macht. Oder BSW sollte eventuell sogar versuchen, so stark zu werden, dass es selber einen Ministerpräsidenten stellen kann. Da sind die Umfragen ja aktuell noch sehr volatil. Das wird sich alles klären. Aber also, wie gesagt, der Höcke, der hat jetzt deutlich vernünftiger argumentiert, der hat deutlich vernünftigere Positionen als der Mario Vogt, das haben wir ja geklärt. Deswegen sollte sich das BSW auf keinen Fall an die Altparteien anbiedern. Das hielt ich für einen sehr großen Fehler, sondern eine Äquidistanz wahren. Und wenn die anderen Parteien nicht von selbst eine Regierung bilden können, dann sollte das BSW mit beiden Seiten sprechen, aber dann wirklich darauf bestehen, dass das eigene Programm komplett durchgesetzt wird. Wenn das nicht möglich ist, ja, dann bleibt das Bundesland halt unregierbar. Das ist etwas, was man, man sollte auch nicht aus falsch verstandener staatstragender Verantwortung irgendwie eine Regierung unterstützen, die die falsche Politik macht. Eins, wir ändern heute Abend das Bild der Wählerinnen und Wähler. Und die CDU hat den Anspruch, stärkste Kraft zu werden. Dafür werde ich alles tun. Darf ich ganz kurz noch mal da einhaken? Sie haben relativ klar gemacht, mit der Linken auf gar keinen Fall. Haben aber beim BSW das noch nicht so ganz ausgeschlossen. Da scheinen Sie eher noch so zu sein, naja, könnte eventuell was werden. Wo ist denn für Sie da im Moment inhaltlich der große Unterschied, wenn Sie bei den Linken sagen, auf gar keinen Fall? Ist natürlich auch mit ein Grund, was die CDU das insgesamt sagt, bundesweit. Und beim BSW sagen Sie, na eventuell, das könnte sein. Glauben Sie, die sind so viel anders mit einer Sarah Wagenknecht vorneweg? Ja, zuerst einmal kandidiert Sarah Wagenknecht nicht in Thüringen. Aber Frau Ohm, ich habe Demut und Respekt vom Wähler. Mhm. So, und die stimmen ab am 1. September. Und da ist viel in Bewegung. Wir haben das gerade im Januar erlebt. Da hatten wir eine Landratswahl in Thüringen im Saale-Orla-Kreis. Da hat die CDU und die AfD im ersten Wahlgang über 80% gemacht. Das heißt, die Auseinandersetzung des Jahres lautet CDU oder AfD. Und das, was die Menschen wollen, ist, die wollen eine Regierung, die wollen eine Regierung. Ehrlich, wie kann dieser, ich will jetzt nicht noch irgendwelche Beleidigungen finden, wie kann diese, ja, Institution unseres Landes in Thüringen so stark sein? Also wie geht es, dass eine Partei, deren Programm daraus besteht, unser Land zu deindustrialisieren, unser Bildungssystem zu zerstören, unsere Wirtschaft klein zu halten, die Arbeitslosigkeit zu steigern, also wirklich alles hier den Bach runtergehen zu lassen, wie kann diese Partei im Osten noch so stark sein? Also es
Also im Westen ist sie noch stärker. Deswegen, wie gesagt, die Ostdeutschen, die sind da schon politisch schwacher als die Westdeutschen. Aber das ist schon katastrophal. Regierung der Vernünftigen, die für Stabilität steht, aber gleichzeitig eben auch Veränderung. So, und wenn ich mir angucke, welche Parteien da momentan da sind, habe ich es Ihnen gerade gesagt, die gründen sich jede Woche. Man weiß gar nicht, was deren Programm ist. Man weiß gar nicht, wer die Personen sind. Und mit der Demo trete ich vor den Wähler. Aber ich sage eins, ich will eine starke CDU. Herr Höcke steht vernünftigen Lösungen in Thüringen im Weg. Und deswegen diskutiere ich heute Abend hier. Meine Herren, wir hatten 45 Minuten. Ich darf nichts mehr zur Koalition sagen. Die Zeit, jetzt sind wir schon so weit drüber. Also, ich muss Ihnen das einfach noch mitgeben, lieber Vogt. Mich hat vorgestern mein alter Büroleiter angerufen, der viele Jahre für mich gearbeitet hat und der davor 11 Jahre lang für Willy Böck gearbeitet hat, den ersten Thüringer Innenminister. Sie kennen ihn sicherlich. Er ist ja vor einigen Jahren gestorben. Und mein Büroleiter hat mir gesagt, der Willi hat damals eine konservativ-patriotische CDU aufgebaut. Der Willi, der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sieht, wie die heutige CDU sich den roten und bunten Genossen an die Brust werfen würde. Herr Vogt, gehen Sie in sich. Denken Sie nochmal darüber nach, ob Sie mit der CDU wirklich in diesem Linkskurs gut unterwegs sind. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019, und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich. Das war ja ein offenes Koalitionsangebot. Also ihr habt es gehört, ich gehe davon aus, dass nach der Wahl wir eine geartete Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD sehen werden. Die CDU dafür den Vogt ja absägen muss, also der ist ja wirklich furchtbar, das haben wir ja gerade gesehen, dann ist das eben so, aber das halte ich für tatsächlich das Wahrscheinlichste. Oder eine Minderheitsregierung der AfD. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie die CDU, wie Ramelow sich an der Macht halten will oder wie die CDU an der Macht kommen will. Und das BSW, das wird interessant zu sehen, wie stark es wird. Ich, wie gesagt, setze mich dafür ein starkes BSW ein. Aktuell sieht es ja nicht so aus, als ob das BSW nach Umfragen Ministerpräsidenten stellen könnte. Also es wird wohl zwischen 15% und 20% landen laut Umfragen gerade. Aber das ist ja alles sehr volatil, da will ich jetzt gar nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ja, das Wahrscheinlichste halte ich nach diesen Worten von Höcke für das Wahrscheinlichste halte ich da eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD, ob als Minderheitsregierung oder als direkte Koalition. Sie sind völkisch, ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell, Merz hat sich ja vom Volk verabschiedet. Bei der AfD gilt, egal Volk. Was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Und deswegen will ich nicht mit Ihnen zusammen. Meine Herren, wir hatten das wäre schön, aber es gibt in der AfD auch so verrückte Neoliberale wie Beatrix von Storch oder so transatlantische Rüstungslobbyisten wie Rüdiger Lukassen. Das sollte man an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen. Also es gibt in der Bundestagsfraktion so eine ganze Gruppe, die sich die NATO-Boys nennt. Aber das war das TV-Duell zwischen Mario Vogt und Björn Höcke. Okay, ich finde es gut, dass es stattgefunden hat, aber die Moderatoren waren wirklich furchtbar. Der CDU-Kandidat war furchtbar. Hätte man da nicht wen von BSW einladen können, das wäre wahrscheinlich inhaltlich besser gewesen. Oder den Ramelow, der wäre inhaltlich wahrscheinlich ähnlich furchtbar. Obwohl, vielleicht hätte der noch soziale Probleme angesprochen, ich weiß es nicht, aber wenigstens wäre es mit dem Ramelow wahrscheinlich unterhaltsamer gewesen. Der CDU-Typ, der ist ja wirklich aalglatt, das ist ja wirklich furchtbar, dem zuzuhören. Kommt man aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus. Wäre beim Ramelow wahrscheinlich ähnlich, aber der wäre wenigstens ein bisschen unterhaltsamer gewesen. Also in diesem Sinne, Björn Höcke hat Mario Vogt komplett zerstört. Dieses TV-Duell, ist zumindest meine Prognose, wird die AfD stärken und die CDU wird hoffentlich Prozente verlieren. Das hätte Mario Vogt nach diesem furchtbaren Auftritt hier mehr als verdient. Kann man wirklich nur hoffen. Und das BSW sollte sich hier stark positionieren. Also ihr habt gesehen, wie katastrophal die CDU aufgestellt ist. Das BSW sollte sich auf keinen Fall an die Altparteien anbiedern. Es sollte möglichst weiten Abstand von der CDU suchen. Und natürlich, wenn es um bestimmte konkrete Projekte geht, vor allem um sinnvolle Projekte, natürlich auch mit der AfD reden. Aber das halte ich nicht für am wahrscheinlichsten. Am wahrscheinlichsten ist eine Koalition oder irgendwie geartete Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD nach der Landtagswahl. Jedenfalls nach dem, was Höcke hier gerade gesagt hat, die AfD wird wahrscheinlich auch deutlich stärkste Kraft werden. Also, ja, in diesem Sinne war trotzdem mal interessant. Es muss mehr Diskussionen zwischen den politischen Lagern geben. Das würde ich auch für unser politisches Lager, fürs BSW so sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.